Hi, liebe StarCraft-Hotz-Freunde, hier ist der Agri für euch am Start. Ich hoffe, euch geht es gut und ich habe mir heute mal vorgenommen, ein kleines Tutorial für euch zu machen. Ja, und deswegen werde ich da jetzt auch gleich mit anfangen. In diesem Tutorial wird erklärt, erstens, wie man denn die Hotkeys bei StarCraft nutzt, wie man sie optimalerweise belegt, wie man auch die Hotkeys verändern kann, also umstellen kann. Wie man mit den Kamera-Hotkeys umgeht, auf was für Tasten man halt optimalerweise dann die Gebäude legt, auf was für Tasten man dann die verschiedenen Gruppierungen von Einheiten legt und so weiter und so fort. Auf die anderen Sachen werde ich natürlich im Spiel eingehen, weil das wesentlich leichter zu erklären ist. Dann, was die wichtigsten Tasten zum Beispiel auch auf der Tastatur in StarCraft natürlich sind. Ja, und dann fangen wir doch mit diesem Tutorial erstmal an hier für euch. Dafür habe ich jetzt erstmal keinen Real-Life-Gegner ausgewählt, sondern ich spiele hier gegen den KI, also künstliche Intelligenz gegen den Computer, die hier so dargestellt ist wie eine kleine Widowmine. Also hier steht ja so ein kleines Widowmine-Chen hier und blinkt mich an mit seinem kleinen roten Laserauge. So, und anfangs werde ich erstmal mit der Rasse Terraner das Ganze vorführen. Später dann auch nochmal auf Zerg oder auf Protoss switchen. So, und dann klicken wir doch jetzt einfach mal auf Start. So. Das Game startet. Vorab natürlich sollte man sich die Tastatur vernünftig hinziehen. So, und das erste, was ich jetzt hier in dem Spiel mache, was ihr natürlich auch machen werdet, ihr werdet natürlich erstmal auf die Kommandozentrale klicken, weil ihr natürlich WBFs bauen möchtet. So, die hinterlege ich jetzt aber erstmal, also die Kommandozentrale lege ich jetzt erstmal auf den Hotkey. Dafür drücke ich aber STG, lasse ich gedrückt und drücke auf 6. Und dann seht ihr hier unten in dieser Liste, wo die ganzen Hotkeys angezeigt werden, steht jetzt plötzlich das Gebäude hier, die Kommandozentrale, auf der Nummer 6. Das heißt jetzt zum Beispiel, wenn ich jetzt schnell eine Einheit bauen möchte, beziehungsweise einen WBF bauen möchte und ich an einem anderen Punkt bin, zum Beispiel jetzt hier unten, kann ich einfach, wenn ich die Kommandozentrale jetzt gerade nicht angewählt habe, so zum Beispiel, kann ich jetzt einfach mit dem Hotkey, also kann ich jetzt einfach auf die 6 drücken einmal, dann wird die Kommandozentrale aufgerufen und kann jetzt mit S, also mit dem Hotkey S, weil das nämlich das Kürzel für den WBF ist, hier einzeln WBFs bauen. Die gebauten WBFs kann man auch einzeln wieder, indem man immer einzeln auf Escape drückt, wieder abbrechen. Man kann aber auch, zum Beispiel, wenn man jetzt mehrere WBFs hintereinander bauen möchte, einfach die S-Taste gedrückt lassen. Das mache ich jetzt mal. So, und dann wird die ganze Liste hier, man kann hier insgesamt 5 Einheiten hinterlegen sozusagen, die dann automatisch abgearbeitet bzw. automatisch gebaut werden. Und ich kann auch die Escape-Taste gedrückt lassen und dann werden alle Fortschritte abgebrochen und halt die 4 WBFs, die hier drin verbleiben sind, wieder rausgelöscht. Ich mache das jetzt mal. Zapp. Erst geht es einmal langsamer, aber dann geht es doch ein wenig zügiger. Also erst die erste Einheit wird langsamer gelöscht und dann zack, wenn man es dann weiter gedrückt lässt, werden die Einheiten in 0, nichts aus der Liste rausgelöscht. So, was kann man machen, um jetzt wieder zu dem Startpunkt zu kommen? Natürlich kann man hier unten jetzt zum Beispiel einmal auf die Karte klicken. Aber dafür muss man ja jedes Mal auch die Maus wieder hier unten auf die Minimap bewegen und das ist ja schon so ein bisschen nervig. Dafür kann man auch einfach einmal die Leertaste drücken, dann kommt man nämlich automatisch zum Hauptgebäude wieder zurück. Man sieht das hier, wenn man jetzt mehrfach hintereinander tippert, dass das jetzt hier so hin und her springt. So, um jetzt auf die Kommandozentrale, also um zu der Kommandozentrale wieder hinzukommen, kann man auch einfach doppelt den angewählten Hotkey klicken. Oder zum Beispiel, ihr habt jetzt zum Beispiel ein Gebäude gebaut, das habt ihr jetzt auf 3 gelegt. Ganz egal, was für Gebäude ihr oder zu welchem Gebäude ihr hinspringen wollt, ihr könnt einfach doppelt den Hotkey klicken. Zum Beispiel, wie gesagt, habe ich jetzt hier die Kommandozentrale auf 6 gelegt, drücke jetzt einfach zweimal miteinander schnell den Hotkey 6 und bin automatisch wieder zu meiner Kommandozentrale zurückgesprungen, da die ja auf Hotkey 6 hinterlegt ist. So, kommen wir zu einem weiteren Punkt. Ihr wollt jetzt zum Beispiel ein Gebäude bauen. Was macht ihr normalerweise, wenn man jetzt komplett ohne Tastatur spielt? Ihr klickt diesen WBF hier an, dann scrollt er irgendwo dahin, drückt auf B hier unten, also drückt hier auf B für Bild und dann drückt er hier wahrscheinlich auf S und drückt hier einfach aufs Gebäude. Also drückt hier einfach auf die Karte, wo das Gebäude hingesetzt werden soll. Ja, dann fährt er dahin, der WBF
und fängt an, das kleine Versorgungsdepot hier zu bauen. Kann man so machen, muss man aber nicht. Denn es ist viel einfacher eigentlich, wenn man sich jetzt diesen WWF oder man nimmt sich vielleicht auch einen WWF, bei Protoss ist das optimal, wenn man ja nicht warten muss, bis das Gebäude halt fertig gebaut ist, sondern man kann direkt weiterbauen. Bei Terrana kann man auch die einzelnen WBFs dann eigentlich aus der Mineral Line sich ziehen, also anwählen. Aber um jetzt optimal ein Gebäude zu bauen, nutzt ihr natürlich die Hotkeys. So, dafür wählt ihr einmal den WBF an. Wollt ihr zum Beispiel entweder ein normales Gebäude bauen, dafür drückt ihr dann einmal auf der Tastatur B. Oder wenn ihr zum Beispiel ein verbessertes Gebäude bauen wollt, könnt ihr auch V drücken. So. Dann werden natürlich die ganzen einzelnen Gebäude da drin aufgelistet, bei B natürlich auch. So zum Beispiel für die Kommandozentrale muss man C drücken, für die Raffinerie R, für das Versorgungsdepot S und für die Kaserne B und für das Maschinendock E. Und so weiter und so fort. Das ist natürlich bei allen Sachen hier so. Hier steht G, F, A, S, C. Alles ist hinterlegt. So, und dafür benötigt ihr dann, wie gesagt, müsst ihr einfach nur die Buchstaben, die hier dargestellt sind, einfach drücken. Zum Beispiel jetzt B für Bild. Und dann jetzt zum Beispiel wollt ihr jetzt noch ein Barrack bauen, dann nochmal B. So, und dann wird das Barrack ausgewählt. Jetzt würdet ihr natürlich hier einfach ganz normal das Gebäude hinsetzen und er würde das jetzt hier bauen. Nein, machen wir aber nicht. Denn wir drücken jetzt zweimal B für Bild und dann für Barrack. Dann drücken wir die Shift-Taste, die lassen wir aber auch gedrückt, klicken hier hin, drücken einmal auf die rechte Maustaste, um aus diesem Menüfeld rauszukommen, also aus dem Menüpunkt hier. Dann ist hier auch nichts mehr dargestellt und dann klickt ihr einfach zum Beispiel auf die Mineral Line, um halt diese Einheit nach dem Fertigstellen des Gebäudes wieder zurückzuschicken. Und dann wird sie auch gleich automatisch wieder anfangen, Mineralien abzusammeln. So, das machen wir jetzt einfach mal. Ich habe immer noch die Shift-Taste gedrückt. Klicke jetzt einmal mit der rechten Maustaste auf das Mineralienfeld. So, und dann seht ihr schon, es wird hier ein Wegpunkt gesetzt. Macht jetzt bloß nicht den Fehler und klickt zum Beispiel mit dem WBF hier zum Beispiel irgendwo anders hin, wenn er noch angewählt ist, weil dann wird diese Befehlskette wieder unterbrochen. So, er hat fertiggestellt, der WBF, das Gebäude, und fährt jetzt zurück, wie ich schon gesagt habe, und fängt jetzt hier wieder an abzusammeln. So, vielleicht kennt ihr das auch schon, ist auf jeden Fall ganz hilfreich. So, dann nehmen wir doch den gleichen WBF wieder und dann zeige ich euch das mal, was ich damit meinte, wenn ich jetzt zum Beispiel den WBF wiederum noch in der Liste mit drin habe. So, ich würde jetzt hier zum Beispiel noch ein Versorgungsdepot bauen und er soll jetzt direkt wieder zurückfahren. Jetzt will ich irgendwas anderes machen, zum Beispiel mit einem anderen WBF noch ein Gebäude bauen und hab den aber auch noch aus Versehen in der Liste drin und klicke dann irgendwo hin. Habt ihr jetzt gerade gesehen? So, plötzlich ist natürlich der Wegpunkt hier wieder unterbrochen, da ich ja sozusagen dann einen neuen gesetzt habe. Jo, jetzt hat er das fertig gebaut und fährt da aus Versehen, also fährt er hin, wo ich da hingeklickt habe. Das wollen wir natürlich nicht. Also immer dran denken, dann einen neuen WBF rausnehmen. Ich will jetzt mehrere Gebäude hintereinander bauen. Mit Terrana natürlich, weil mit Protoss kann man ja mit einer einzigen Sonde mehrere Gebäude hintereinander bauen. Die bauen sich ja automatisch aus, die werden hier herangeworbt. Und mit Zerg ist natürlich ist auch schwachsinnig, mehrere Gebäude mit einer Drohne zu bauen, weil die Drohne nämlich danach verbraucht ist. Und deswegen halt auch nur mit einer Drohne nur ein Gebäude bauen kann. So, ich wähle jetzt hier mal, insgesamt sind es jetzt hier 5 WBFs an und würde jetzt gerne 5 Kasernen bauen. Dafür drücke ich jetzt, wie gesagt, B. Dann drücke ich die Shift-Taste, die lasse ich auch gedrückt, und kann jetzt hier 5 Kasernen aufbauen, indem ich jetzt einfach das angewählt lasse. Also einfach habe jetzt die Kasernen angewählt gelassen und jetzt fahren die WBFs da runter, wenn sie fertig sind mit Sammeln, und bauen diese Gebäude auf. Mit der rechten Maustaste komme ich jetzt auch wieder, kann ich jetzt diese angewählte Kaserne, die immer noch steht, auch wieder abwählen und kann jetzt wieder, ich habe jetzt immer noch die Shift-Taste, die lasse ich gedrückt, kann jetzt wieder mit B in das Menüfeld reinkommen, also in den Menüpunkt reinkommen oder mit V natürlich in die verbesserten Gebäude und kann jetzt zum Beispiel auch, wenn ich zum Beispiel danach jetzt Versorgungsdepots bauen möchte, drücke ich jetzt entweder wieder auf S, lasse immer noch die Shift-Taste gedrückt und kann jetzt hier auch mit diesen angewählten WBFs jetzt gleichzeitig hier zum Beispiel noch 5, wenn ich genug
ja, 5 Depots aufbauen. So, dann gehe ich jetzt wieder zum Beispiel mit der rechten Maustaste aus dem Menüpunkt raus und klicke zum Beispiel mit der rechten Maustaste auf das Mineralienfeld, weil die nach dem Bauen dann automatisch wieder zurück zum Mineralienfeld zurückfahren sollen. So, und klicke natürlich jetzt was anderes an, weil ich will ja nicht, dass dieser Menüpunkt jetzt hier unterbrochen wird. Weil ich, wenn ich jetzt hier zum Beispiel hinklicke, ist er natürlich weg. Ich kann das natürlich, wenn ich die WBS hier anwähle, drücke ich einfach, also wenn ich es, falls ich es unterbrochen habe, kann ich jetzt auch einfach, wie gesagt, ich mache das hier nochmal kurz, falls ich jetzt den Punkt hier unterbrochen habe, also den jetzt, ich habe jetzt angewählt gelassen, habe ich jetzt unterbrochen, kann ich es auch alle wieder mit markieren, indem ich einfach, ja, über mit so einem kleinen Kästchen hier alle anmarke, also alle anwähle, und dann drücke ich, lasse ich einfach wieder die Shift-Taste gedrückt und klicke wieder mit der rechten Maustaste auf das Mineralienfeld. Natürlich habe ich jetzt vorab hier einmal hingeklickt, jetzt fahren sie einmal kurz hier hin zu dem Punkt und dann fahren sie wieder schön zurück und gehen wieder an die Arbeit. So muss das sein. Optimal. Man kann auch zum Beispiel, wenn man jetzt im Kampf ist und man hat zum Beispiel hier mechanische Einheiten und hat vielleicht ein paar WBFs dabei, kann man auch einfach, anstatt einfach immer mit R auf diese Einheit zu klicken, die sie reparieren sollen, kann man auch gleichzeitig einmal mit der rechten Maustaste auf zum Beispiel reparieren klicken und dann werden alle Gebäude repariert oder alles repariert, was in der Umgebung kaputt ist. Zum Beispiel, ich zeige euch das mal kurz. Ich knalle da mal so ein bisschen drauf und hier mal so ein bisschen drauf und ihr seht schon, die WBFs, die hier sind, die fahren dahin und reparieren alle Gebäude, die jetzt leicht beschädigt sind. Praktisch, was? Und ihr müsst gar nichts mehr machen, das passiert vollkommen automatisch, weil ihr halt mit der rechten Maustaste das Reparieren angewählt habt. Wie ihr sehen könnt, blinkt das ja auch so, da, ja, keine Ahnung, so ein bisschen Staub fliegt hier immer drumherum, immer, so heizt hier immer drumherum, immer im Kreis. Ja, und wie gesagt, wenn irgendwas hier kaputt ist, seht ihr ja, fahren die dahin und erledigen die Arbeit und flexen oder beziehungsweise flexen und brutzeln das Gebäude dann wieder heile. So, das haben wir jetzt auch und jetzt sollen die natürlich erstmal wieder arbeiten. Man kann auch zum Beispiel mit den Gebäuden, kann man auch verschiedene Punkte setzen, also Sammelpunkte, sogenannte. Oh, da kommen sie ja schon wieder. So, dann ziehen wir die mal wieder hin. Haben wir ja angewählt. Jetzt werden die auch automatisch wieder die Gebäude reparieren, die angegriffen werden. Weil das ja immer noch angewählt ist, wie ihr sehen könnt. Können wir natürlich mit der rechten Maustaste auch wieder ausschalten. Übrigens, man kann mit dem mit der mittleren Maustaste, dem Rädchen, kann man auch ran und raus zoomen zum Bild hin. Also indem ich nach vorne, also dieses Rädchen nach vorne rolle, zoome ich ran. Indem ich dieses zurückrolle, zoome ich aus der Karte raus. Kann auch teilweise hilfreich sein und man kann sich die Einheit die mal wunderschön angucken. Ne? Ist ganz interessant. Aber mal wieder zurückzukommen auf die Gebäude. Also ich, wie gesagt, ich mache jetzt auch mir immer Listen. Also ich lege sozusagen die Hotkeys, lege die Gebäude auf verschiedene Hotkeys drauf. Zum Beispiel die ganzen Barracks hier, beziehungsweise hier Kasernen, wähle ich mit Doppelklick an, dann werden alle ausgewählt. Oder man lässt die STG-Taste gedrückt und klickt ein Gebäude an, dann werden auch alle Gebäude einer Art ausgewählt. Zum Beispiel kann ich jetzt euch auch mal zeigen, indem ich hier einfach mal STG drückt lasse und einfach mal auf ein Depot klicke. Dann werden hier auch alle Depots angewählt, die hier in diesem Bereich sind. Zap, könnt ihr sehen. Oder hier. Oder wenn ich zum Beispiel, also wie gesagt, STG gedrückt lassen und hier einmal auf die Art von Gebäuden klicken, die ihr gerne ausgewählt haben möchtet. Und dann sind alle hier unten in der Liste drin. So, die will ich jetzt zum Beispiel, ja, die will ich jetzt nicht unbedingt in meiner Liste drin haben. Weil mit denen baue ich ja keine Einheiten, sondern ich will natürlich die Kasernen drin haben. Dafür, wie gesagt, kann man einfach einen Doppelklick ausführen auf das Gebäude, dann werden alle ausgewählt. Für einmal klicken, ja klar, wird nur ein Gebäude ausgewählt. Oder halt, wie gesagt, STG gedrückt lassen, einmal auf das Gebäude klicken, das ihr ausgewählt haben möchtet, oder auf die Gebäudeart, und dann werden sie angewählt. So, ich würde jetzt gerne alle Kasernen auf den Hotkey
3 gelegt haben. Dafür lasst ihr STG gedrückt und drückt einmal auf die 3. So, und jetzt habe ich hier insgesamt 6 Barracks. Hier sieht man das ja, es sind hier 2, 4, 5 und mit dem sind das 6 Barracks, also 6 Kasernen, auf den Hotkey 3 gelegt. So, und jetzt kann ich hier mit 3 und 6, weil ich ja 3 vorab der Kommandozentrale vergeben habe, kann ich jetzt zwischen den beiden Gebäuden hier hin und her springen, indem ich halt 3 und 6 immer trigger. So, bleiben wir aber jetzt erstmal bei den Kasernen. So, ich habe ja euch schon gesagt, man kann hier Sammelpunkte legen. Die kann man mit der rechten Maustaste vergeben, wenn man natürlich die Gebäude angewählt hat. So, und ich möchte jetzt gerne, dass die Marines, die ich da drinnen bauen werde, oder Reaper, einmal hier hinlaufen und dann sollen sie zum Beispiel hier an diesem Punkt hier laufen. Aber erst hierhin und dann dahin. So, dafür, um diese Punkte, also Sammelpunkte bzw. Wegpunkte zu vergeben, habt ihr jetzt einfach alle 6 Kasernen hier in der Liste drinnen. Du lasst die Shift-Taste gedrückt und klickt auf das Feld bzw. auf die Karte, wo jetzt genau diese Marines hinlaufen sollen. Also erst sollen sie hier hinlaufen, habe ich hier gerade schon einmal hingeklickt. Lass jetzt die Shift-Taste gedrückt, klicke mit der rechten Maustaste zum Beispiel hier hin. So, dann sollen sie hier hinlaufen, dann sollen sie hier unten hinlaufen. Und das war's auch schon jetzt hier. Man kann maximal bei den Gebäuden 4 verschiedene Wegpunkte vergeben. Also wird er jetzt erstmal, wenn sie einmal hier hinlaufen, dann da hoch und dann werden sie sich unten sammeln. Und jetzt bauen wir doch mal mit A, das ist nämlich das Hotkey für die Space Marines, erstmal 6 Space Marines. So, und die werden jetzt fertiggestellt. Hier drin kann man natürlich auch ganz einfach A gedrückt lassen, dann werden mehr, werden von einer Art oder R halt für die Rächer, werden dann halt ganz viele in die Produktionsliste reingepackt. So, und jetzt seht ihr hier, die laufen jetzt hier hin, dann laufen sie hier hoch und dann laufen sie einmal zu einem Punkt da unten und bleiben da auch stehen. So, ich muss jetzt hier kurz einmal wieder reparieren, weil die jetzt schon wieder versuchen reinzukommen. Die Frechdachse. So, das haben wir auch. Einen Observer haben sie auch schon dabei. Wahrscheinlich kommen sie gleich schon mit Kolossen an. So, und ja, ihr seht ja hier, das passt, also klappt ja wunderbar. So, mit der rechten Maustaste kann ich natürlich die Wegpunkte wieder abbrechen. Und jetzt würden sie jetzt hier alle hinlaufen, weil ich da ja gerade das letzte Mal hingeklickt habe. Jetzt wollt ihr zum Beispiel beim Angriff, dass die Gebäude, also die Einheiten direkt hinterher schicken, hinter eure Einheiten, die zum Gegner rüberrennen. Das kann man genauso machen. Da muss man nur was beachten. Zum Beispiel, ich würde jetzt, Moment, ich breche das hier mal alles kurz ab drinne. Würde jetzt zum Beispiel wollen, dass meine Einheiten, wenn jetzt die Einheit stirbt, diese vor, also wo ich halt den Sammelpunkt draufgelegt habe, so stirbt, würde natürlich dieser Punkt abbrechen. Das zeige ich euch jetzt mal. Drücke dafür jetzt, wie gesagt, die Shift-Taste und drücke jetzt einmal auf die Einheit, der die Einheiten, die gebaut werden, folgen sollen. So, jetzt baue ich die hier mal und habe euch, habe ja diese Einheit hier angeklickt, die lasse ich da jetzt mal eine Leine stehen. Und jetzt seht ihr hier zum Beispiel, ich laufe jetzt hier oben mal hin und der Sammelpunkt verändert sich. Also der Wegpunkt verändert sich mehr oder weniger. Die Einheiten laufen jetzt dahin, wo halt sozusagen dieser einzelne Marine hingeht, weil ich den ja angeklickt habe. So, die wetzen da jetzt hin und das werden die nächsten auch tun. Kann ich euch mal zeigen, die bleiben jetzt nicht hier stehen. Die Einheiten auch nicht. Die folgen nämlich diesem einzelnen Marine. So, und die anderen Einheiten, die jetzt fertiggestellt werden, würden jetzt theoretisch, oder nee, nicht theoretisch, sie folgen jetzt, wie gesagt, diesem Marine und laufen jetzt anstatt hierhin, wo ich vorher stand, hier zum Marine, weil er jetzt natürlich da steht, logischerweise. So, jetzt stirbt aber dieser Marine. Na, den wollte ich jetzt aus der Liste raus haben. So, wir nehmen die bewegen. So, der stirbt jetzt hier. Bap. Jetzt wissen natürlich die Einheiten nicht mehr, wo sie hinlaufen sollen. Die schon, weil da zu dem Zeitpunkt noch nicht gestorben war. Aber wenn ich jetzt die Einheiten hinterher baue wieder. Wie ihr gleich sehen werdet. Laufen die nicht mehr hier oben hin. Weil halt dieser Wegpunkt weg ist. Das ist natürlich scheiße. Deswegen, wenn man jetzt zum Beispiel einen Angriff starten sollte. Also ihr habt jetzt, wollt jetzt natürlich, dass dieser Sammelpunkt oder dieser Wegpunkt auf eine Einheit gelegt wird
Und sagen wir mal, der Gegner würde jetzt. Wo ist denn die gegnerische Basis? Genau. Würde jetzt hier in dieser Basis stecken. Dann klickt ihr zuerst hier einmal hin mit der rechten Maustaste. Und dann klickt ihr erst auf die Einheit. Denn wenn jetzt zum Beispiel diese Einheit stirbt, hier im Kampf mitten in der Base oder hier vorne vor der Base, würde dieser Wegpunkt, also würden diese Einheiten sozusagen hier erstmal, also dieser Wegpunkt, wo diese Einheit steht, würde ja gelöscht werden, aber die Einheiten würden trotzdem immer noch genau vor die Base rennen, weil ich da ja den vorherigen Sammelpunkt oder ja, Punkt gesetzt habe. So, kurz mal die hier wegrattern wieder. Die sind mich schon wieder frech hier. So, haben wir die erstmal ausgelöscht hier. So, der würde ja, wie gesagt, dann gelöscht werden. Und dann habt ihr aber immer noch die, ist aber immer noch die, also laufen natürlich immer noch die Einheiten nach vorne, weil dieser letzte Wegpunkt, also der vorige Wegpunkt natürlich nicht gelöscht worden ist. Gott sei Dank nicht, ne? So, ich werde jetzt hier gleich erstmal diese Observer hier killen, die hier schon wieder durch meine Base fliegen. Die sieht man hier so, die sind so leicht getarnt hier. So, was kann ich euch hier noch erzählen? Wir waren jetzt, ah, da ist er wieder, hier der Observer. Der scoutet hier schön durch bei mir. So, ich scout jetzt erstmal kurz nach dem, nach den gegnerischen Einheiten. So, was habe ich jetzt alles erklärt? Also, anfangs habe ich erklärt, wie man hier zum Beispiel Gebäude bauen kann, wie die verschiedenen Aufbauten, also Bauten funktionieren, wie man die verschiedenen Befehlsketten miteinander verknüpft, wie man die abbrechen kann, wie man die Hotkeys optimalerweise belegt. So, und dann gehen wir doch jetzt mal dazu über, wie man am besten hier die Einheitengruppen auch belegt. Also auf SDG, also mit SDG 1 oder mit SDG von 1 bis 9, kann man ja natürlich die verschiedenen Gruppierungen oder Hotkeys belegen und darüber kann man dann natürlich entweder die Einheiten, also darauf kann man ja entweder die Einheitengruppierungen, also Gruppen erstellen oder halt auch Gebäudegruppen. So, und mit den Hotkeys 1 und 2, weil ich da sehr leicht rankomme, auch im Gefecht, lege ich immer meine Einheiten drauf. Und dann machen wir das nochmal. Mit SDG 1 zum Beispiel möchte ich jetzt gerne diese Marines drin haben. Und also auf dem Hotkey 1 möchte ich jetzt gerne die haben. Und auf Hotkey 2 lege ich mir immer Einheiten, die irgendwelche Fähigkeiten haben. Zum Beispiel, wenn ich jetzt Terraner spiele, lege ich da zum Beispiel den Tank drauf, weil ich da halt dann direkt dann die zweite Gruppe anwählen kann und dann halt zum Beispiel mit dem Hotkey den Tankmod ausführen kann und dann kann ich wieder auf 1 switchen und kann dann hier schön nochmal Stimpak reinhauen bei den Marines. So, deswegen habe ich ja auch immer zwei Einheitengruppen, einmal mit Fähigkeiten, also jeweils mit unterschiedlichen Fähigkeiten, damit man die Fähigkeiten auch dann anwählen kann. Sollte darauf aufpassen, wenn man zum Beispiel einen Raven dabei hat, sollte man nicht gleichzeitig die Marines und auch Ravens oder und auch den Raven in einer Gruppe haben, weil der Raven ja auch Fähigkeiten hat und die Fähigkeiten des Ravens nämlich Vorrang haben. Und dadurch kann es passieren, dass ihr dann halt Stimpak drücken wollt, aber plötzlich funktioniert es gar nicht, weil der scheiß Raven damit in der Liste drin ist. Also man muss schon ein bisschen darauf achten, wie man halt seine Einheiten hier gruppiert. So. Und das Schöne ist natürlich, wenn man den Hotkey hat, kann man natürlich, wenn ich jetzt hier mal so, ich mache jetzt hier einfach mal so einen kleinen Go, kann ich halt auch direkt im Fight natürlich die Gebäude anwählen und auch eine neue Einheiten nachbauen. Also ich werde jetzt hier zum Beispiel unterwegs sein, bin am Metzeln, drücke mal kurz auf 3 hier, weil ich ja die Kaserne hinterlegt habe, baue jetzt hier ein paar Marines, drücke wieder auf 1, habe dann wieder meine Liste mit meinen Marines und kann wieder weiter rumlaufen, also kann hier weiter damit rumlaufen. Und dann möchte ich vielleicht noch ein paar WBFs bauen, dann drücke ich kurz auf 6 und baue hier kurz ein paar WBFs noch nach. Das kann natürlich, funktioniert ja alles wesentlich schneller. Das sollte man natürlich nicht machen, dass man dann aus Versehen die Kaserne, also die Satellitzentrale angewählt lässt und plötzlich hat man den Wegpunkt, den Sammelpunkt hier nach draußen gelegt. Deswegen setzen wir den mal wieder hier auf das letzte Mineralfeldvorkommen zurück. So, ich baue jetzt hier kurz auch nochmal mit B und S, ist ja das Hotkeychen für die Kommando, B und C, eine neue Kommandozentrale. So, und dann drücken wir nochmal wieder 1 hier. Jetzt heißt es ja auch wirklich schon der erste WBF hier hin. So, und jetzt machen wir doch erstmal ein kleines Göchen. Wenn man jetzt zum Beispiel zwei Listen hat und man möchte nicht durchgehend hier auf 2 drücken, weil man
Was ist denn da? Wo kommen die denn her? Okay, ich gehe mal kurz wieder zurück. Obwohl, ich habe ja noch mal ein paar da stehen. Lass mal die mal alleine laufen. Die werden das schon regeln. So viel ist es ja nicht. So, erstmal killen wir jetzt hier die blöden Observer noch kurz. Oh, das schaffen sie doch hier. So, ich mach's einfach mal umzu. Lass mich hier nicht stressen. Und die kommen hier bald auch wirklich rein. Oder auch nicht, weil sie zu blöde sind. Ma, So, kurz das hier nochmal reparieren. So, jetzt haben wir erstmal wieder Ruhe im Karton. So, ich, ach ja genau, hier gibt es auch so welche Zellnagertürme. Wenn man mit den Einheiten an diese Zellnagertürme rangeht, seht ihr, diese Zellnagerwarte wird aufgebaut. Also vorab ist sie nicht mehr angewählt. Dann seht ihr ja auch, könnt ihr ja auf die Minimap mal gucken hier unten. So, wenn ich jetzt hier angehe mit der rechten Maus, das kann man ja sich hier ranstellen, geht hier so ein kleiner Bereich auf. Hier so ein kleiner Kreis, ich kreise hier unten mal rum. So, und dieser Feld, also dieser Bereich der Karte, wird vom Nebel, der Nebel wird aufgehoben und dieses Feld wird sichtbar gemacht. Und man kann hier dann halt rumgucken und hat Sicht. Deswegen sollte man auch immer mindestens eine Einheit hier drin stehen haben, so an diesen Zelllagertürmen, um halt die Karte zu observieren, also zu beobachten. So, wenn ihr natürlich jetzt diese Einheit hier vorher in der Liste drin hattet und dann hier wieder rumlauft, wird die natürlich... Ja, läuft ihr natürlich mit und geht vom Turm weg. Das wollt ihr natürlich nicht. Deswegen könnt ihr auch einfach, entweder drückt ihr Shift gedrückt. Klickt hier auf eine Einheit drauf. Dann wird die aus der Liste rausgenommen. Und dann klickt ihr mit der rechten Maustaste zum Beispiel hier hin. Und ihr seht da, die Einheiten laufen weiter. Nur diese eine Einheit bleibt hier vorne stehen. So, um dann halt eine neue Gruppierung wieder zu erstellen, könnt ihr jetzt einfach, also dürft ihr natürlich nicht wieder diese alte Gruppierung anwählen, sondern markiert ihr die dann einfach einmal oder natürlich nach dem Rauslöschen dieser einen Einheit, drückt ihr einfach gleichzeitig STRG und 1 und dann ist eine Einheit ausgeschieden aus der Liste. Kann ihr die natürlich jetzt auch wieder mit Shift anwählen, oder Shift gedrückt, also zum Beispiel jetzt Shift gedrückt lassen, einmal auf die Einheit klicken, die ihr vielleicht wieder mit rein haben wollt und dann drückt ihr einfach wieder STRG und 1 und siehe da, sie ist wieder in der Liste mit drinne. So, das wollen wir aber natürlich nicht, deswegen, man kann es auch einfach so machen, indem man hier einfach so ein kleines Kästchen rüberzieht, zum Beispiel die Einheit will man raus haben, die stellt man ein bisschen weiter weg, markiert das hier alles, drückt wieder STRG, also lässt man gedrückt und drückt 1, weil ich da ja meine Marines drauf hatte und dann habe ich die hier wieder in der Liste drin und den kann ich jetzt anwählen und der soll jetzt hier am Turm stehen bleiben, der einzelne Marine. So, dann gehen wir doch mal jetzt hier zum Gegner rüber. Den Befehl, den ich eigentlich immer wähle, oder häufig auf jeden Fall, solange ich keinen Autofokus machen möchte, zum Beispiel könnte ich jetzt hier einen Autofokus machen, eine Einheit nur anwählen, aber dann laufen die Einheiten, die laufen denn da, wenn sie nicht nah genug ranstehen, zu der Einheit hin und schießen dann halt erst drauf. Wenn ich jetzt aber einfach A drücke für Angriff und hinter die Einheiten klicke, laufen sie hin und alle Einheiten, die deren gegenüberstehen, werden halt angegriffen. So, das machen wir jetzt hier einfach mal. Zapp, da ist nämlich schon die gegnerische ein gegnerisches Gebäude. So, und dann positionieren sie sich hier schön, weil wollen natürlich da ran, um dann, wenn die anderen nicht hinten, also von hinten nicht rankommen, kann man natürlich auch hier kurz ranklicken und dann nochmal draufknallen. So, man kann ja auch immer so zum Beispiel jetzt hier Angriff und dann wieder ein bisschen mit der rechten Maustaste arbeiten, wieder ranziehen so ein bisschen. Man kann auch immer A. Ja, also immer schön, immer den Angriffsbefehl, also mit A kann man den ausführen und dann halt, wie gesagt, auf die eine oder beziehungsweise hinter die Einheit drücken. Man kann auch den zum Beispiel Patrouillieren auswählen. Das heißt Patrouillieren, also die Einheiten laufen hin und her und gucken dann, ob halt sich in diesem Beweg, also ob sich halt auf dem Weg irgendeine gegnerische Einheit befindet. So, und knallen, würden die natürlich abknallen. So, dafür drückt ihr einfach... Och, jetzt nerven die da schon wieder rum. Egal. Drückt ihr zum Beispiel jetzt P. Ich würde jetzt hier rechts rüber drücken. So, und dann würde dieser Marine hier langlaufen. Habt ihr ja gesehen. Oder ich mach's jetzt einfach mal mit der ganzen Masse hier. So, drücke P. Drücke hier hinten hin.
Und jetzt laufen die hin und alles, was sich auf dem Weg befindet, wird angegriffen. Und seht ihr, die laufen hier rum und versuchen dann alle an diese Einheit ranzukommen. Nicht so, als wenn ich jetzt Autofokus machen würde, also eine Einheit anklicken würde, weil dann würden sie halt nur auf diese eine Einheit schießen und alles andere ausblenden. Und dadurch hätte man natürlich wesentlich mehr Verluste, als wenn man hier so was wie Angriff wählt. So, und jetzt laufen die Einheiten immer von dem Ausgangspunkt zu dem Punkt, den ich angewählt habe, und greifen alles an, was sich auf diesem Weg befindet. Wie ihr sehen könnt. Und solange ich das nicht jetzt nicht aufhebe, diesen Befehl, machen die es auch weiter. So, ich heize jetzt erstmal hier mit meiner Zentrale raus, weil ich will ja auch noch ein paar Mineralien wieder abernten, weil ich jetzt schon wieder gar nichts mehr habe. So, machen wir das kurz. Und gehen natürlich jetzt wieder zu unseren Einheiten hin. Und die laufen natürlich hier immer noch hin und her. Und knallen alles ab, was sich hier auf dem Weg befindet. Nun gibt es vielleicht ein Problem, was ihr vielleicht auch schon öfters hattet. Ihr habt jetzt eine Echse gebaut. Seid ihr zum Beispiel die Rasse Protoss. Und da hat man ja meistens vorne den Eingang dicht. Nicht so. Und jetzt wollt ihr natürlich, dass die Einheiten hier unten Mineralien absammeln. Und ihr würdet jetzt natürlich vielleicht erstmal versuchen, die Einheiten hier runterzukriegen. Würde ich jetzt hier runterklicken. Hier unten. Hey, die kommen ja gar nicht raus. Kann man hier mal so sehen. Die kommen hier gar nicht raus. Scheiße, ne? Ja, und jetzt muss ich extra wieder den Eingang hier aufmachen. Muss wieder die Einheiten wegziehen, dann wieder zustellen, damit dann nicht zufälligerweise, wenn ihr gegen Zerg spielen solltet, irgendwelche Zerglinge reinrennen oder irgendwelche anderen Einheiten, die eure, zum Beispiel eure Mineral oder beziehungsweise WWFs töten wollen. So, ist ja nervig auf jeden Fall. So. Und das Ganze kann man umgehen, indem man einfach, wie gesagt, die Einheiten hier alle mal anklickt wieder. Und dann einfach mit der rechten Maustaste auf das Mineralfeldvorkommen klickt. So, das mache ich jetzt hier mal. Zap. Und siehe da, die Einheiten heizen, beziehungsweise die WBFs heizen halt einfach durch. Und gehen zum Mineralfeld hin und sammeln da fleißig ab. Ich kann das jetzt auch zeigen, indem ich jetzt hier wieder oben mal auf, auf die Kaserne, sag ich mal, auf die Raffinerie klicke. Mit der rechten Maustaste. Dann fahren die jetzt dahin und heizen hier durch. Zap, als wenn sie Geister wären, heizen sie einfach durch die Körper von den Marines durch. So, jetzt fragt ihr euch natürlich, kann man das auch mit Einheiten hier machen? Nö, das geht hier nicht. Ich glaube auch nicht, wenn man hier jetzt irgendwie angreifen kann oder sowas. Das funktioniert nicht so, leider nicht. So, dann habe ich das hier auch schon mal erklärt. Das ist auch ein ganz wichtiger Punkt eigentlich. Weil nachher wundert ihr euch, dass hier irgendwie die WWFs hier unten so rumstehen, weil sie nicht rauskommen oder so. Aber natürlich geht das nicht, wenn die hier Gebäude zu sind. Also da kann ich jetzt nicht, wenn ich jetzt den Wall hier geschlossen habe, kann ich jetzt hier nicht einfach mit der rechten Maustaste auf die Mineralfeld, also auf die Mineralfeldvorkommen klicken. Da können die natürlich nicht raus, weil das sind Gebäude und da kommen sie einfach nicht durch. Das wäre ja dreist. Zum Beispiel, da könnte der Gegner ja einfach scannen und würde hier einfach aufs Mineralfeld klicken. Wo könnte dann zum Beispiel mit einer mit einem WWF bei euch in eine Base fahren oder sowas. Deswegen, also, das ist natürlich nicht möglich. Hier, die machen jetzt hier schon wieder Schabernack, weil sie einer Einheit gefolgt sind. Also, sie folgen halt auch den Einheiten, wenn man sie auf Patrouillen stehen hat. Und greifen die dann weiter an. Und deswegen sind die jetzt hier gerade in der Base gewesen. So, ich will die jetzt hier alle mal wieder an. Die habe ich ja hier... Ah, ne, die hatte ich jetzt auf Hotkey 1 gelegt. Die markiere ich natürlich jetzt alle wieder. Mit STRG, mit STRG meine ich natürlich, gedrückt lassen und dann wieder eine Einheit anklicken und dann werden alle angeklickt. Ist im Kampf natürlich auch praktischer, als wenn man jetzt hier irgendwie, sagen wir mal, so einen Doppelklick versucht, auf so eine Einheit zu machen. Und weißt, dann ist man da gerade unterwegs und ist hier fett und feiert und dann plötzlich macht man drei Klicks und hat immer nur eine Einheit angewählt. Und das ist nervig, deswegen mit Shift einfach, also einfach STG meine ich gedrückt lassen und eine Einheit anklicken. Dann habt ihr alle ausgewählt und man kann da wunderbar mitarbeiten. Zap! Und man kann natürlich auch den Befehl, also man kann ja verschiedene Befehle wählen. Zum Beispiel M für bewegen mache ich nie. Also entweder gehe ich hier mit A Angriff über die Karte oder mit, eigentlich nur mit Angriff. Patrouillieren kann man auch machen, aber das macht man dann eigentlich eher in der Base hinter der Mineral Line oder sowas. Das ist ganz praktisch. Zum Beispiel kann man das am Anfang machen, stellt man hier so mal ein paar Marines hin und drückt hier einfach auf Patrouillieren und dann heizen die hier immer hin und her.
Und wenn zum Beispiel mal ein Orakel reingeflogen kommt oder ein Phönix oder ein Reaper hier hinten stehen sollte, wird er natürlich automatisch attackiert. Das ist ganz praktisch, aber sonst im Kampf immer nur angreifen, also immer nur eine A klicken. Man kann natürlich auch verschiedene Einheiten kann man auch fokussieren, aber wie gesagt, es ist nicht so das Optimale. Kommt natürlich auch immer auf die Einheitenart an. Wenn man nur eine Einheit steht, wenn es eine kleine Gruppe ist, kann man das machen. Bei einer kleinen Gruppe lohnt es sich, aber wenn man jetzt hier zum Beispiel eine Gruppe hat, gegen die man also kämpfen muss, die mal aus 30 oder mehr Einheiten besteht, also sagen wir mal, wenn der Gegner mit 5 Einheiten, 5, 6 Einheiten kommt, dann geht das noch. Aber sobald es mehr sind, sollte man auf jeden Fall nicht den Fehler machen und die Einheit fokussieren, also auf eine Einheit knallen. Wie jetzt zum Beispiel hier. Weil wenn ich das jetzt mal mache, laufe ich hier rein. So geht das noch hier. Also fokussieren heißt, wenn man eine Einheit anklickt. Aber wie gesagt, wenn sie größer sind, lasst es sein. Ihr habt wesentlich mehr Verluste. So, bei Lufteinheiten gibt es noch ein gewisses Manko, was zu beachten ist. Die Lufteinheiten lassen sich stacken. Deswegen werde ich jetzt auch erstmal kurz eine Fabrik bauen mit dem Hotkey B und, nee Quatsch, V, für weil es verbessertes Gebäude ist, und F. So, dann bauen wir das doch mal kurz und drücken hier mit der rechten Maustaste auf die Raffinerie, weil natürlich der WBF dann auch direkt wieder zurückfahren soll und dann halt wieder absammeln soll. Oder nee, soll er nicht. Ah doch, soll er erstmal schon, weil ich brauche hier erstmal die Fabrik, um dann später halt den Raumhafen zu bauen. Das ist die Voraussetzung dafür. Da steht hier aber auch immer dran, hier seht ihr das, ihr benötigt halt, um den Raumhafen zu bauen, eine Fabrik. Da steht, das ist so ein rot gekennzeichnet, steht auch Voraussetzung nochmal für die Leute, die es vielleicht nicht sofort checken sollten. Und hier steht auch drin in jedem Gebäude, was man dort bauen kann. Hier steht ermöglicht Vikings und Medivacs. Stimmt nicht ganz, denn wenn man jetzt zum Beispiel ein Tech-Labor anschließen würde, könnte man da drinnen halt auch noch einen Raven oder einen Battlecruiser bauen. So, und jetzt drücke ich hier wieder V und S und baue hier kurz mal einen Raumhafen, weil ich euch das gleiche mit dem Stacken zeigen möchte. Und da ich ja Schnelleinheiten bzw. Lufteinheiten bauen will, baue ich natürlich direkt hier 2 Raumhafen noch dazu. Und dann haben wir 3 und dann geht das so ein wenig schneller mit dem ganzen Pushen. So, jetzt werden hier schon wieder angelockt. So, jetzt hier kann man das schon mal machen mit dem Autofokus. Man rennt erst rein und rennt hin und macht, rattert auf eine Einheit. Zap, 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 auf die auch noch. So. Und die knallen wir jetzt ja auch noch weg. Die nerven mich langsam nämlich. So, dann gibt es natürlich, wir machen das jetzt hier kurz mit dem Fehlen nochmal. Ich lege mal kurz hier die auf 3. Dann kann ich hier auch gleich, wenn ich hier unten laber, noch Einheiten nachbauen. So, und ich baue jetzt hier erstmal Vikings. Zap. Habe ich jetzt V gedrückt gelassen. Das ist der Hotkey für Viking. Natürlich, wenn man jetzt Patrouillen nicht angestellt hat und die Einheiten hier in die Nähe kommen, werden die natürlich auch angegriffen, logischerweise, ne? Ist ja klar. Aufhalten natürlich auch. Aber aufhalten, laufen sie den Einheiten dann nicht hinterher. Wenn ich jetzt zum Beispiel jetzt hier so stehen lassen würde, ohne Halten, würden sie natürlich auch den Einheiten folgen, wie man das hier sehen kann. Aber wenn ich jetzt auf Halten stelle, bleiben die da stehen und laufen auch nicht weg. Das ist auch ganz praktisch, wenn man zum Beispiel hier den Wall zustellen möchte, drückt man eigentlich immer auf Halten, weil da gibt es ja diese Leute, die dann gerne mal mit so 5-6 Dingen reinlaufen. Und wenn die Leute vergessen haben, nämlich auf Halten zu stellen, dann laufen nämlich die Berserker dann hinterher. Und dann können die schön mit so einer kleinen Lingenmasse hier, wenn sie den Berserker dann unten irgendwie gecatcht haben und ausgelöscht haben, können sie wunderschön reinlaufen in die Base und die Eco-Line ist dann wahrscheinlich down. So, die Einheit steht hier unten immer noch auf Halten. Seht ihr hier? Die folgen dem nicht. Man sollte dann die Lufteinheiten auch immer auf Halten stellen, aber darauf komme ich jetzt gleich nochmal. So. Weil wenn man jetzt einen Angriff macht, man sieht hier, man möchte jetzt hier das hier angreifen, zum Beispiel würde ich jetzt darauf klicken und dann stacken sie sich. Also stacken heißt sozusagen, die Einheiten können übereinander stehen hier. Bei dem Mutter sieht man das auch wunderschön. So zum Beispiel meine ich, dass jetzt wirklich alle übereinander stehen. Wenn man jetzt auf Halten oder auf Stopp drückt halt, ne, seht ihr die Einheiten, wenn sie jetzt hier so gestackt sind. Ich brauche da noch ein paar mehr, das sind ja echt ein paar zu wenig. Wir brauchen ein paar Depots, deswegen hole ich mir erstmal ein paar Versorgung hier. Oder wir können es noch ein bisschen schneller machen, indem man hier einfach mal ein paar Einheiten selber angreift. Dann haben wir natürlich auch ein bisschen Versorgung. Man kann seine Einheit natürlich auch selber killen.
geht einfach mal davon aus, das wären jetzt Mutalisken, ne? So, und ich heiz jetzt hier zu so einem Tor hin und klicke den Tor an, fokussiere den und klicke auf Angreifen, dann stacken sie sich hier plötzlich so. Okay, so zum Beispiel, ne? Die stacken sich so und der Tor macht ja Splash Damage. Dadurch würden natürlich alle Einheiten Schaden erleiden, weil er, wie gesagt, ja Splash Damage macht. Dafür kann man dann einfach hier auch einfach auf Halten drücken. Oder auf Stopp. Aber besser ist auf Halten eigentlich. Dann wird dieses Stacking, wird dann aufgelöst. Zum Beispiel, ich würde jetzt hier angreifen. Seht ihr hier gleich mal. So, zap, zap, zap. Jetzt drücke ich auf Halten. So, und dann fahren die so auseinander wieder. Und dann erleiden die kein Splash Damage. Das ist auch ganz praktisch. So, kurz hier mal ein bisschen. Zap. Die Dinger wir auslöschen hier. Sonst habt ihr halt ein Problem, ne? Wenn die gesteckt sind. Kommt dann nicht so geil. Weil sie dann natürlich wesentlich schneller down sind. Das könnt ihr euch auch gerne mal testen auf so einer Unit-Test-Map. Vielleicht werde ich das im Anschluss auch gleich noch machen, kurz. Dann kann ich euch das mal zeigen mit den einzelnen Einheiten, wie das denn auch so vonstatten geht, wie das so funktioniert. So, wo ich noch gar nicht drauf eingegangen bin, das wollte ich jetzt auch eigentlich erst relativ zum Schluss machen, dass man auch verschiedene Kamera-Hotkeys setzen kann. Diese Kamera-Hotkeys sind belegbar auf F5 bis F8. Also mit STRG kann man die belegen und dann drückt man einfach den Hotkey bzw. die F-Taste, wo man gerne diesen Kameraaufschnitt drauflegen möchte. Sagen wir mal, der Gegner ist hier unten und ich würde jetzt gerne, bin häufig natürlich beim Gegner, aber ich bin am häufigsten natürlich in meiner Main, also in meiner Basis. Dafür drücke ich jetzt einmal STRG, lasse ich auch gedrückt und drücke dann F5. So, dann bin ich viel hier vorne an meinem Base-Eingang, wo natürlich auch meine Mineral ist. Das nennt man hier Mineral, weil hier das nächste Mineral vorkommen ist. Und hier bin ich natürlich auch häufig, deswegen drücke ich jetzt einmal STRG, lasse ich gedrückt, meine ich natürlich, und drücke F6. So, dann bin ich natürlich häufig hier vorne bei der Base oder zum Beispiel häufig bei der Base meines Gegners, drücke wieder STRG, lasse es natürlich auch gedrückt und drücke F7. So, und dann bin ich vielleicht noch bei einer anderen Exit, die jetzt zum Beispiel hier liegen würde, dafür drücke ich jetzt, lasse ich STRG gedrückt und drücke F8. Und jetzt kann ich, wenn ich zum Beispiel jetzt F5 klicke, komme ich in meine Main, weil ich die darauf gelegt habe. Auf F6 habe ich natürlich meine Mineral, beziehungsweise meine erste Expansion, also Expansion gelegt. Und ihr wisst ja, auf F7 ist natürlich die gegnerische Basis, beziehungsweise der Eingang der gegnerischen Basis hinterlegt. Und jetzt drücke ich doch mal F7, zack, und komme dann hier direkt zu diesem Kameraausschnitt wieder. Und bei F8 war natürlich die weitere Exit, die ich natürlich jetzt noch nicht gebaut habe, hinterlegt. Und jetzt drücke ich darauf und komme da hin. Und so kommt dieses Blinken halt auch bei diesen Pro-Gamern, was ihr öfters mal sehen werdet, wenn ihr euch Replays anguckt. Die spielen halt relativ viel damit und blinken dann einfach hier wild hin und her und bauen gleichzeitig noch da Einheiten bei. Ne, die, also spielen halt ausschließlich mit den Hotkeys. So. So, jetzt gehen wir doch erstmal wieder hier zu unserem Menü zurück. So, was? Die haben wir auch schon abgesammelt, haben auch schon 11.000 Mineralien hier wieder. Jo, deswegen hatten wir ja gesagt, bauen wir hier doch direkt wieder. So. Und die hätte ich jetzt natürlich jetzt auch, zum Beispiel habe ich jetzt auch einen Fehler gemacht, ich habe auf eine Minimap geklickt und dadurch müsste jedes Mal diesen Weg hier gehen, indem man hier runter geht. Man kann natürlich jetzt auch einfach hier, zapp, drücke ich darauf, will die an hier, baue den kurz, danach soll er hier, dann was, das soll er kurz was absammeln, dann soll er hier zum Beispiel zwei Raffinerien, oder eigentlich soll er ja danach zwei Raffinerien bauen, dann soll er hier mal ein paar Depots bauen, dann soll er hier vorne ein, zwei Bunker noch bauen, um das zu verteidigen. Und dann soll vielleicht dann noch irgendwie, keine Ahnung, Maschinendock sein oder das und so. Und dann kann ich gleichzeitig, habe ich das jetzt alles gebaut, gehe mit der rechten Maustaste wieder aus dem Befehlspunkt raus, aus dem Menüpunkt und klicke jetzt einmal hier schön auf das Mineralienfeld und da gucken wir nachher hin, dann müsste nämlich alles aufgebaut sein. So, jetzt kann ich das hier noch so ein bisschen schöner zeigen mit den Hilfe könnt ihr gebrauchen. Ah ne, die sollen wir jetzt, oh komm hier, wir hauen jetzt ab hier. Die können wir doch hier mal schön mit unseren Vikings platt machen. Das sind ja Lufteinheiten. Wunderschön. So, dafür habe ich jetzt hier, will die jetzt gerne in einer Liste haben. Markiere die jetzt entweder so und drücke dann Shift
Also lasse Shift gedrückt und wähle die auch mit an, weil wenn ich jetzt einfach nur die anwählen möchte und die hier, ohne Shift zu drücken, seht ihr jetzt hier, entweder muss ich jetzt hier gucken, oh ja, so, oder muss ich hier rüberziehen und, oder hier nach ranziehen erst und dann so drücken. Und dann kann ich erst zum Beispiel die auf den Hotkey 1 legen, mit STRG und 1. Man kann es natürlich auch einfacher haben, wenn die jetzt hier sind, müsst ihr euch jetzt hier nicht so eine Mühe machen, versuchen dieses Fältchen hier aufzuziehen. Habe ich aber auch vorab schon einmal erzählt. Einfach anwählen hier oder STRG gedrückt lassen, eine Einheit anwählen. So, und ihr seht jetzt hier, ich habe die jetzt hier angewählt. Die sind aber nicht angewählt, weil die nicht mehr in meiner, meinem Bereich mit drin sind. So, lassen wir den noch kurz zerbrutzeln. Wenn die jetzt hier natürlich jetzt hier in meiner in meinem Kamerabereich mit drin wären, würde ich die natürlich jetzt auch automatisch mit anwählen. So, zeige ich euch mal kurz, sind jetzt nicht angewählt. Drücke jetzt hier einmal, bin jetzt hier mit, auf, mit dem Kamerabereich mit drin. Drücke jetzt STRG, beziehungsweise lasse gedrückt, drücke jetzt auf eine Art und sie sind mit angewählt. Wenn ich jetzt zum Beispiel jetzt hier oben wäre, so zum Beispiel, würde jetzt, hätte wie gesagt nur die angewählt, würde wieder STRG drücken und die, ich glaube, dann wären sie nicht angewählt. Nein, weil sie nicht mehr in meinem Kamerabereich sind. Also immer darauf achten, wenn ihr was anwählt, was mit in die Liste mit rein soll von einer Art, müssen die auch mit dargestellt sein, also müssen mit im Kamerabereich drin sein. Aber um die jetzt einfach zu der Liste hinzuzufügen, wie gesagt, einfach anwählen, mit, zum Beispiel mit STRG drückt lassen, dann könnt ihr jetzt, habt ihr die alle erstmal angewählt, also zack, STRG drücken, zack, eine Einheit anwählen. So, die habe ich jetzt zum Beispiel auf 1 und ich will jetzt, dass die hier mit zur Liste hinzukommen, ohne die natürlich wieder rauszulöschen. Dann drücke ich jetzt einfach, lasse Shift gedrückt, kann jetzt hier entweder mit Shift, also Shift gedrückt lassen, alle Einheiten einzeln anwählen oder kann natürlich auch Shift gedrückt lassen und einfach mal kurz hier so ein kleines Kästchen aufziehen und habt ihr auch mit in meiner Liste drin, wie ihr sehen könnt. Und drücke dann, lasse dann STRG, also drücke dann STRG, lasse ich auch gedrückt und drücke dann auf 1 und dann habe ich die wieder schön in meiner Liste mit drin. So, da kommt der Phasengleiter, der mir schon einiges weggebrutzelt hat, der Frechdachs. So, den greifen wir jetzt mal an. Und ihr seht jetzt hier, wenn ich jetzt die Einheit hier, Moment, vom Weiten mal angreife, die heizen hier hin und fangen an. Also wenn jetzt zum Beispiel eine Bodeneinheit ist, die fangen ja an, sich dann so zu stacken. Und das ist natürlich nicht schön. Deswegen kann man jetzt hier auf Halten stellen oder auf Stopp. Und dann, also immer Angriff und Stopp, Angriff, Stopp, Angriff, Stopp, kann man so immer so wählen dazwischen. Dann stacken sie sich nicht so hardcore und erleiden dann nicht so viel Schaden. So, ihr seht jetzt hier schon ein bisschen was vorangeschritten. Es sind hier schon einige Gebäude aufgebaut, die ich bauen wollte. Er hat meine Kommandozentrale fertiggestellt, meine Raffinerie, hier sind die ersten 4 Versorgungsdepots fertig und auch schon 2 Bunker, ne, 2 Bunker werden noch nicht gesetzt, hier wird das letzte Versorgungsdepot gebaut. Was baut er danach? Man kann es auch mal einsehen, zack, fährt er dahin, dann fährt er hier, dann fährt er dahin, dann fährt er dahin und dann baut er das. So, und die sind jetzt natürlich dreist. So, jetzt drücke ich einmal D, um die abzusenken hier. Und jetzt können wir hier mit denen im Kampfmodus rumlatschen. Und jetzt fokussieren wir die natürlich hier ein bisschen Hit and, also Hit and Run, ne, nennt man das hier. Schießen und rennen, schießen, rennen, schießen, rennen. Ist mal ganz gut. So, und jetzt machen wir doch erstmal hier eine kleine Attacke. Denn ich bin jetzt, glaube ich, so fast auf alles eingegangen hier. So, die auch noch mit in die Liste mit reinnehmen. So, und jetzt STRG 1. Jetzt habe ich alle. Ich klicke jetzt mal hier hin. Und jetzt müssten hier alle Marines ankommen und die Vikings, die ich gerade angewählt habe. Und falls ihr mir das nicht glaubt, könnt ihr jetzt schon feststellen, auf der Minimap bewegt sich plötzlich was. Kann man hier auch verschiedene Befehle noch anwählen. Zum Beispiel schalten Sie die Anzeige der Minikarten Terrans ein oder aus. Zapp. Dann wird das hier so dunkel oder hell. Ihr sehen könnt. So, und hier habe ich schon mal alle Einheiten. Oder man kann hier auch erlaubt das Anpinken eines Ortes auf der Minikarte. So, könnt ihr natürlich hier ganz blöderweise einfach raufklicken und hier rumpinken. Dann gibt es da so einen Ausschlag und dann wird hier für den Mitspieler dann sowas markiert. Natürlich nicht für den Gegner, das wäre natürlich blöde. Da kann man zum Beispiel beim Kampf einen darauf hinweisen, falls der Gegner das nicht gescheckt hat, dass da was am Start ist. Und der hört das dann auch, sobald er Sound hat. Oder sieht das halt auch auf der Minimap. So, man kann das Ganze natürlich auch hier mit dem Hotkey Alt und G machen. Und da kann man das, wie ihr sehen könnt, mehrfach hintereinander, indem man das jetzt einfach hier auch gedrückt, also Alt gedrückt lässt und dann immer G drückt, dann weg. Oder hier unten hin. Oder hier hin.
kann ich hier massive um den Mitspielern halt aufmerksam machen, diesen Befehl hier, also das Unblink anwählen. Ja, wunderschön. Hier unten gibt es noch Einheiten, die nach Gesinnung grün, gelb oder rot einfärben. Kann man noch machen nach Gesinnung, ja. Wie sind sie denn gesinnt? Ja, wunderschön. Wir wollen natürlich unsere Einheitenfarbe haben. Die nämlich rot ist, die habe ich auch standardmäßig eingestellt. Ich kriege eigentlich immer rot, solange kein anderer vorab im Game ist, der rot sich ausgewählt hat. So, und jetzt werden wir doch erstmal so ein bisschen metzeln. Bap, wegknallen, wegknallen, wegknallen. So. Und dann gucken wir doch hier mal rum. Jetzt gehe ich natürlich mit Doppelklick auf 1. Komme ich natürlich dann wieder zu meinen Einheiten zurück. Zum Zap. Seht ihr hier? Oder hier zu meinen Gebäuden, die ich hinterlegt habe. Oder mit 6 zu meiner Kommandozentrale. Dann kann ich hier schnell noch hier mit meinen Hotkeys rum und hin und her springen, die ich gelegt habe. So. Aber wollen wir jetzt hier alles nicht. Ich kann natürlich erstmal gucken. Ach, da hat er auch noch eine Echse. Gut, dann will ich jetzt hier erstmal die Gruppe da raus haben. Die will ich jetzt hier neu an. Die sollen hier mal wieder ein bisschen rumfliegen. Hat er hier hinten auch noch eine Echse? Kann ich jetzt noch nicht feststellen, aber ich gehe mal stark davon aus, dass der Gegner hier fast alles zugebaut hat, was geht. So, jetzt würde ich gerne mit denen noch rüberfliegen. Die lege ich jetzt kurz mit SRG und zweimal auf die 2. Dann will ich hier alle Marines wieder aus. Die kommen jetzt auf die 1. Dann sind nämlich die anderen Einheiten aus der Liste raus. So, mit 2 kann ich hier wieder schön rüberspringen. Knall jetzt erstmal kurz hier das. Ja, weiß ich gerade auch nicht. Gerade den Namen verplant. Kann ja mal passieren. Shuttle. Das ist das genau das gute Protoss-Shuttle hier. Warp-Prisma auch genannt. Genau. So, da ist es mir auch schon wieder eingefallen. So, und jetzt kann ich jetzt natürlich auch mit SCG Shift gedrückt lassen und dann drücke ich hier zum Beispiel A hier, dann drücke ich A hier unten nochmal und dann A hier in der Main und dann hier nochmal und da nochmal und hier nochmal und dann laufen die Einheiten an die verschiedenen Punkte und rattern alles weg, was sich da auf dem Weg in die Quere stellt. So, optimal. Muss jetzt auch weiterhin gar nichts tun. Das passiert automatisch. Das ist nicht so wie bei den Gebäuden, wo man nur maximal 4 W-Punkte hier hinterlegen kann. Mehr geht hier leider nicht, aber bei den Einheiten ist das Wumpe. Die machen hier ordentlich Party. So, jetzt holen wir erstmal das Prisma hier noch runter und mal kurz hier auch nochmal den einen Phasengleiter. Und jetzt rattern wir hier die Dingerchen auch nochmal kurz weg. Die 2 Störkerchen hier und den einen Sentry. Und jetzt scannen wir hier nochmal kurz, denn ich habe da noch ein paar Observer gesehen, die wollen wir natürlich auch beseitigen. So, und auch beseitigt. So, und die Einheiten rennen jetzt hier hin. Werden jetzt, wie gesagt, alles auslöschen und rennen dann überall zu dieser Karte, zu den verschiedenen Kartenpunkten hin und greifen die Sachen an. Optimal. So, gleichzeitig kann ich jetzt hier zum Beispiel auch im Gefecht noch ein paar Vikings nachbauen. Oder wenn ich zum Beispiel natürlich hier meine Kaserne, die lege ich jetzt mal mit SDRG und 4 auf die 4. Kann ich jetzt zum Beispiel hier auf 4 klicken, dann auf 3. Dann baue ich da wieder ein paar Vikings. Baue ich jetzt wieder ein paar Vikings nach, zum Beispiel so. Und wieder auf 3. Dann möchte ich jetzt gerne, oder ich meine auf 4. Dann baue ich jetzt hier meine Marines nach. Die sollen jetzt hier hinlaufen und die Vikings sollen auch hier hinlaufen. Ja, und so kann ich alles perfekt aus dem Kampf, also direkt im Kampf auch steuern und belegen. Echt cool. So, ihr könnt euch natürlich auch über Menü und dann könnt ihr hier auch auf Optionen gehen und dann gibt es ja auch den Menüpunkt Hotkeys. Hier kann man dann halt auch nochmal die verschiedenen Befehle hier zum Beispiel angucken. Dann gibt es hier einfache Gebäude, die sind die ganzen Hotkeys hinterlegt. Man kann hier auch die Hotkeys umstellen. Ja, ganz praktisch. Dann kann man hier noch gucken, hier die einen verschiedenen Einheiten bzw. verschiedene Rassen angucken. Protoss, Terraner, Zerg. Aber hier kann man auf jeden Fall verschiedene Hotkey-Profile noch umstellen. Profil zurücksetzen, Profil erstellen gibt es hier nämlich auch. Man kann hier auch seine eigenen Hotkeys hinterlegen. Falls euch diese Hotkeys hier nicht gefallen, am besten so hinzulegen, dass man damit am besten klarkommt. Sollte man natürlich auch am besten machen, wenn man Einsteiger ist.
oder beziehungsweise wenn man mal so schon ein bisschen Erfahrung hat, dann sollte man auf jeden Fall, wenn man merkt, oh, das läuft so und so besser, dann kann man das natürlich auch perfekt umlegen. Zum Beispiel bei CERC gibt es da verschiedene Manko-Punkte, die man hier eigentlich umlegen sollte. So, ja, ich bin mir jetzt nicht sicher, ob ich jetzt hier noch irgendwas vergessen habe zu erklären. Mir fällt jetzt gerade momentan nichts mehr ein, was ich euch noch hier irgendwie hätte erzählen können. Hab auch mehrere Sachen mehrfach erklärt, aber einfach um das Ganze hier wirklich gründlich durchzuführen, und ihr wolltet ja vielleicht auch euch mal ein paar Sachen aufschreiben, weil ihr euch natürlich diese ganzen Infos nicht auf Anhieb behalten könnt. Ist ja klar, ne? Das ist ja auch schon ein bisschen was ich jetzt hier erzählt habe. Ich sehe auch gerade, das Game hier geht von Starcraft Spielzeit, die ist natürlich auch unterschiedlich, geht hier schon 1 Stunde und 20 Minuten. So, und ich versuche jetzt hier diesen Gegner nochmal kurz wegzurattern. Aber ich kann das Ganze, ich glaube, ich werde jetzt hier einfach kurz auf Menü gehen und auf Aufgeben gehen, denn ich möchte das Ganze jetzt hier auch euch gerne nochmal mit Protoss zeigen. So, und dazu kommen wir gleich. Also, dann bis gleich. Einen Befehl habe ich noch vergessen, den man hier noch vornehmen kann. Also, man kann auch den Einheiten hier folgen, mit der Kamera folgen. Und man kann natürlich hier auch über die Pfeiltasten hier auf der Karte hin und her fahren. Das kann man auch von der Geschwindigkeit her nochmal einstellen, aber das macht man eigentlich nicht. Man kann aber auch, wenn ich jetzt zum Beispiel diesen einen WMF hier auf SDRG und 1 lege, so, kann ich jetzt, schicke den hier auf der Minimap hier unten links angezeigt, klicke hier irgendwie mit der rechten Maustaste auf die Minimap, da kann man auch die Einheit hin und her schicken. Man muss nicht extra jetzt hier zum Punkt hinspringen und dann hier hinklicken. Nein, man kann auch einfach mit der rechten Maustaste auf die Minimap klicken und dann fährt er da automatisch hin. Und jetzt kann ich hier zum Beispiel mit 1 kann ich ja dann sozusagen, wenn ich zweimal jetzt 1 klicke, weil ich da jetzt ein WBF hinterlegt habe, komme ich natürlich zu dem WBF hin. Aber er fährt sich jetzt hier im Moment und ich will jetzt gerne den WBF hier verfolgen, weil ich sonst jedes Mal hier immer 1 klicken muss und das wäre ja schwachsinnig. Dafür gibt es einen Befehl, indem man die SDRG-Taste gedrückt lässt und F gedrückt lässt und dann verfolgt man die Einheit, die angewählt ist. Das ist auch ganz praktisch auf jeden Fall. So, da ist auch schon der Gegner. Ja, und jetzt wird die Einheit so weit verfolgt, solange man halt SDRG und F gedrückt lässt. So, und jetzt geht's weiter mit den Hotkeys für die Rasse Protoss. So, dafür wähle ich jetzt einmal hier unten Protoss an und klicke auf Spielen, und ich spiele ja natürlich mal wieder gegen den KI, gegen die künstliche Intelligenz. Ja, die kann ja nicht so schlau sein, denkt ihr? Nee, also wenn die jetzt auf sehr schwer gestellt ist oder auf Ultra oder was es da auch immer gibt, ich habe hier noch nicht so häufig gegen den KI gespielt, weil es mir eigentlich zu einfach ist, ist die schon nicht schlecht. So, da haben wir jetzt natürlich die Rasse Protoss. Und ja, anfangs natürlich wieder den Nexus anwählen, SDRG, und ich wähle den Hotkey 6 an. Ihr könnt natürlich auch mehrere Hotkeys wählen, zum Beispiel 4, 5 und 6, dann habt ihr immer das hier im Bereich drin, E, zum Beispiel jetzt 6 und E drücken hier, zup, oder 5 und E, könnt ihr das mal perfekt anwählen. So, und dann bauen wir hier doch erstmal ein paar Sonden. So, ich kann natürlich jetzt hier auch verschiedene Punkte setzen, 4 Stück an der Zahl, jetzt würde die hier hinfahren, dann hier ran, zap, da einmal abernten, dann fährt sie daran und bringt es erst zurück. Natürlich schwachsinnig, also einfach ganz normal immer einen Wegpunkt setzen. Oder Sammelpunkt, Wegpunkt, Sammelpunkt, ja. Ja, Wegpunkt. So, und ich möchte jetzt hier mit einer Sonde, möchte ich jetzt gerne einen Pylonen bauen, weil ich den ja benötige, um dann später da in dem Bereich ein Gate zu bauen. So, dafür drücke ich hier B für Gebäude und das sind natürlich andere Hotkeys, E für Pylonen, und möchte jetzt gerne, sagen wir mal, hier vorne einen hinsetzen. So, habe das jetzt einmal gemacht und dann drücke ich wieder die Taste Shift und dann soll er dann theoretisch jetzt hier noch einen Pylon setzen. So, fahre ich nochmal ein Stück zurück, wieder B. Dann wieder E drücken, um halt auf dieses Gebäude zu kommen. Also B für Bauen und dann E für Pylon. So, dann klicke ich hier einmal hin. Kann jetzt, drücke dann die Shift-Taste
die lasse ich auch gedrückt, drücke dann wieder B und dann nochmal E und setze da noch einen weiteren Pylon hin und dann soll er hier noch einen Pylon bauen und dann da einen Pylon bauen. So, und die Sonne fährt jetzt dahin und baut die einzelnen Gebäude auf, beziehungsweise sie werden ja dann herangeworbt und dann soll sie danach wieder hier zum Mineralfeld zurückfahren. So, das Schöne ist halt hier daran, dass die Gebäude automatisch aufgebaut werden und man halt immer nur eine einzige Sonne benötigt. Deswegen kann man theoretisch auch einfach die eine Sonne hier anwählen und die legt man sich einfach mit SDRG und 1 auf den Hotkey ein. So hat man sie immer eine Auswahl ran und kann sie jetzt hier wieder schnappen. Zum Beispiel, man ist jetzt hier vorne und will kurz eine Sonne hier vorne haben, dann drücke ich einmal auf die 1, habt sie dann angewählt, kann ja mit der rechten Maustaste sie dann hier befehligen und jetzt soll sie hier vorne hinheizen und das tut sie jetzt auch. Und jetzt möchte ich zum Beispiel hier vorne eine Schmiede und ein Warp-Tor oder ein Gate bauen. Dafür drücke ich jetzt einmal B für bauen, dann F für die Schmiede, drücke dann, man kann dann auch vorab schon die Shift-Taste drücken, dann geht das schneller. Dann drücke ich auf die rechte Maustaste, um das abzuwählen, gehe wieder auf B, dann drücke ich auf G und dann baut sie jetzt das hier wieder und dann soll sie hier noch das wieder bauen und sollte hier noch eine Schmiede bauen. So, und dann wählt sie, also arbeitet sie genau diese Befehlskette ab, die ich hier gerade vorgegeben habe. So, und jetzt möchte ich hier unten noch zum Beispiel noch eine Echse bauen. Mit B und N komme ich dann, kann ich einen weiteren Nexus bauen. N für Nexus. Und ihr seht hier auch, die ganzen verschiedenen Hotkeys sind hier auch drin dargestellt. So, B und N und zapp. Dann soll sie hier hinfahren und danach soll sie zum Beispiel zum Gegner rüberfahren, um zu scouten. So, dafür B, N. Dann Shift drücken. Mit der rechten Maustaste einmal abwählen und dann mit der rechten Maustaste auf die Minimap hinklicken, wo sie denn wieder hinfahren soll. Und siehe da, jetzt heizt die Sonne hier raus und heizt zum Gegner rüber, wenn sich denn der Gegner hier oben befinden sollte. Aber davon gehe ich mal aus. So, jetzt will ich hier zum Beispiel noch zwei Raffinerien bauen, will ich wieder eine an, eine neue natürlich. BA für Assimilator, zapp, wieder BA, zapp und jetzt soll sie danach dann hier wieder Mineralien absammeln. Deswegen habe ich wieder mit der rechten Maustaste dann auf das Mineralfeld geklickt. Und jetzt baut sie die beiden auf, habt ihr ja gesehen. Und geht jetzt hier wieder ans Mineralfeld zurück. Hier sieht er sie. Und wird, also, und wird wieder weiter abbauen. So, ich habe jetzt ja die eine Sonne hier auf der Minimap rübergeschickt. Habt ihr gesehen, hier ist auch der Gegner. Der ist diesmal Protoss. So, und hier werde ich auch schon gescoutet, frisch. So, und wir wollen jetzt natürlich mal ein paar Einheiten bauen. Aber vorab bauen wir jetzt erstmal noch einen Kybernetik-Kern. Dafür will ich jetzt hier eine neue Sonne an. Die andere ist ja gestorben und also ist sozusagen aus meiner Liste auch raus, weil sie existiert ja nicht mehr. So, jetzt nehme ich mir eine neue und drücke, lasse wieder SDRG gedrückt und drücke 1, um die wieder aufzuleben. Und baue, drücke B für Bild, für Bauen. Und jetzt Y für den Kybernetik-Kern. Zap. Und dann wird er da gesetzt und danach soll sie jetzt hier zum Beispiel sammeln gehen. Und man kann ja auch mehrere Gebäude, wie gesagt, in eine Liste reinpacken. Mit SDRG einfach und dann das Gebäude anwählen. Dann wird diese eine Gebäudeart ausgewählt, die sich halt in dem Kameraausschnitt befindet. So, jetzt will ich zum Beispiel den Nexus noch in einer Liste haben. Dafür drücke ich jetzt wieder SDRG, zapp, wähle den an, drücke dann Shift und wähle den auch mit an. So, jetzt habe ich jetzt diese beiden Nexen. Drücke dann wieder SDRG und ich habe es jetzt auf 4, 5, 6 gelegt, dann 4, 5 und 6. Und jetzt seht ihr hier, ist aus einer 1 eine 2 geworden. Hier wird natürlich auch immer drin angezeigt, wie viele Gebäude ich einer Art darauf gelegt habe. Man kann natürlich auch jetzt zum Beispiel auf 6 noch andere Gebäude zum Beispiel hinzufügen. So, dafür klicke ich jetzt einfach dann noch, drücke Shift, also lasse Shift gedrückt und wähle jetzt zum Beispiel diese beiden Tore noch an und drücke SDRG und 6 wieder und jetzt seht ihr hier, habe ich jetzt 4 Gebäude, zweimal den Nexus und zweimal das Warp-Tor oder den Warp-Knoten oder das Gate, wie ihr auch es nennen möchtet, habe ich jetzt in der Liste drin. Das Problem ist jetzt nur, jetzt wird hier nur angezeigt, dass ich jetzt, oh, jetzt kommen die hier schon wieder und attackieren möchte. Ich baue jetzt hier erstmal ein paar Cannons hin und baue jetzt hier mal kurz, oh ne, ich muss hier ein paar Ziloten bauen. So, breche ich das hier erstmal ab. Weil die jetzt hier frech sind. Da ist ja nur einer. So, ich versuche den hier so ein bisschen abzulenken nochmal. So. Ha, das war es jetzt aber auch schon für ihn.
Das Problem ist jetzt nur, wenn auf 6 jetzt zum Beispiel diese Gebäudeart gewählt ist, habe ich jetzt hier zwei verschiedene Gebäude an drin. Und anscheinend hat der Nexus hier Vorrang oder habe ich anscheinend zuerst angewählt. Ich kann ja mal gucken. Ich lege jetzt die jetzt mal zuerst auf die 6. Zap. Und wähle dann jetzt mal die beiden Gebäude noch an. Zap, zap. Und drücke wieder auf 6. Und wenn ich jetzt hier auf 6 drücke, habe ich jetzt hier in der Menüpunkt, habe ich in der Menüliste doch zuerst wieder meinen Nexus drin. Merkwürdigerweise. Obwohl ich ja eigentlich zuerst jetzt hier meine beiden Warp-Knoten hier sozusagen draufgelegt habe. Und dann halt erst meine Nexen. Habe ich jetzt trotzdem weiterhin, wenn ich hier auf 6 drücke, den Nexus wieder am Start und kann damit nur dann halt scheiße leider nur die Sonnen bauen. Man kann das natürlich, sollte man nicht machen, indem man, also man sollte eigentlich jede Gebäudeart auf einen Hotkey legen. Man kann natürlich, wenn ihr das jetzt hier habt, was passieren könnte, könnt ihr das natürlich dann wieder rausnehmen, indem man halt diese Gebäude wieder anwählt und einfach wieder SRG und 6 drückt, dann werden die überschrieben. Oder ihr habt jetzt zum Beispiel das jetzt trotzdem noch drin angewählt, also in dieser Liste auf Hotkey 6 gelegt. Jetzt könnt ihr auch einfach Shift drücken und jetzt die Gebäude hier rauswerfen. Und siehe da, jetzt habe ich auch die Möglichkeit, wieder Berserker nachzubauen. So, der Kybernetik-Kern ist auch fertig. Jetzt holen wir uns erstmal ein bisschen Gas. So, zack, packen wir da erstmal 3 Stück ins Gas rein. Hier habe ich auch nochmal Gas gebaut. Mein Eingang ist hier auch erstmal sicher. Und jetzt sammle ich erstmal kurz hier ein bisschen Gas ab, weil ich möchte gerne Warp-Tor-Technologie erforschen. So, das kostet 50-50, habe ich jetzt gesammelt. Und jetzt mit dem Hotkey G, sieht er hier, steht das auch wieder dran, kann ich jetzt dieses Upgrade vornehmen. So, es gibt hier bei den Protoss, nur bei den Protoss, oft, also im Nexus, einmal, ja, eine Fähigkeit, die sich Zeitschleife nennt. Hier steht dazu, lässt das Zielgebäude in einer Zeitschleife übergehen und somit 20 Sekunden lang 50% schneller arbeiten. Diese Zeitschleife kann man auf den Nexus hauen. So, jetzt sieht er das hier mal. Ich jetzt hier was dran baue. Wird schon zügiger gebaut. Ihr seht gleich, wenn es abbrechen sollte, ich baue jetzt hier mal 2 drin, wird das wesentlich langsamer gehen. So, jetzt seht ihr, es geht relativ schnell. Zap, und jetzt geht es langsamer. Ich haue es jetzt noch einmal drauf. Zap, und da wird die 150% schneller fertiggestellt. Das Ganze kann man natürlich hier auch auf die Warp Gates, kann man auch auf den Warp Gates vornehmen. Oder man macht jetzt zum Beispiel hier ein Upgrade, dann läuft das Upgrade hier auch schneller. Das kann man auf allen Gebäuden hier verwenden, außer natürlich auf die Gebäude, wo es sinnfrei ist. Wozu soll ich jetzt zum Beispiel jetzt hier auf meine Photonkanone das legen? Deswegen kann man das hier auch gar nicht erst mit anwählen. Man kann auch im Menü unter Optionen auch verschiedene Sachen noch einstellen, wie Steuerung zum Beispiel. Die Mausempfindlichkeit kann man anstellen, Mausrad aktivieren, Mausverzögerung verringern, dann Scrolltempo der Maus, Scrolltempo der Tastatur. Der Maus sollte man natürlich nicht so schnell stellen, wenn ich das jetzt hier über 50% stelle. Ja, wenn man zeigen könnte, hier dann Alter, geht das ganz schön steil und dann hat man teilweise Probleme, wenn man hier irgendwas kontrolliert, dass man hier einfach mal verrutscht oder sowas, oder wenn man, also weil das halt einfach viel zu schnell eingestellt ist. Deswegen habe ich das hier immer so auf 50% stehen, aber das kann jeder für sich selbst einstellen, wie man halt am besten damit klarkommt. Dann kann man hier Sprachchat, kann man hier auch nochmal verschiedene Sachen einstellen, Sounds kann man einstellen, Grafiken kann man hier umstellen, Gameplay kann man hier verschiedene Sachen aktivieren, Benutzeroberfläche zum Beispiel, steht auch hier Alarmanzeigen. Wenn aktiviert, werden Alarmmeldungen innerhalb des Spiels auf der linken Seite des Bildschirms dargestellt. Oder die Spielzeit anzeigen, was ich auch habe, das wird dann hier so angezeigt. Seht ihr hier, Spielzeit. Oder halt Rasterbau anzeigen. Das zeigt sozusagen an, ich wähle das mal kurz aus, ab meine ich, akzeptieren. So, wenn ich jetzt hier was bauen möchte, zum Beispiel so ein Gate hier noch, wird hier sowas angezeigt. Also wird das Gebäude angezeigt, und wenn ich jetzt dieses Rasterbau aktiviere, kann ich auch über F10, kann ich auch das Menü hier hervorrufen. Das wird jedes Mal, wenn er auf irgendwelche Menüpunkte geht, wird das angezeigt, womit ich das anwählen kann. Seht ihr hier mit F10. So, O für Option, kann ich jetzt auch so mit reingehen.
Und das ist hier dann so weiß dargestellt, habt ihr ja gerade gesehen, hier S zum Beispiel, wenn ich jetzt auf S drücke, komme ich auf Sound. Wenn ich jetzt auf G drücke, komme ich wieder hier auf Gameplay. Ne, auf M ist Gameplay. G ist Grafik. So, und Rasterbau wollen wir jetzt wieder anzeigen lassen. So, das werde ich euch gleich zeigen, dass man dann halt so ein kleines Raster hier bekommt, wo man halt die Gebäude drin bauen kann. So. Für Zerg und so ist es ganz cool auf jeden Fall. So, hätte ich noch akzeptieren müssen, ne? So. Wird so ein kleines Resterchen dargestellt. Seht ihr hier unten so, diese vier einzelnen Quaders, die da dargestellt werden, das ist das Raster sozusagen. So, jetzt gehen wir natürlich wieder mit F10 ins Menü rein. Gehen wir auf Optionen. Hier gibt es dann Tooltips für Weltobjekte anzeigen. Wenn aktiviert, wird der Cursor für ein Objekt auf der Karte Tooltips eingeblendet. Tooltips für Spielanzeigen kann man machen, Hotkeys im Befehlsfeld anzeigen, Startsammelpunkt für Arbeiter aktivieren, ja, sollte man machen. Farben, Blindheitsmodus aktivieren, habe ich jetzt nicht gemacht. Treffpunkt leisten, im Teamfarbe anzeigen, dann wird das über den Einheiten noch angezeigt, die Treffpunkte. Also wie viel Energie, bzw. wie viel Leben die Einheiten noch haben. Arbeiterstatus anzeigen, dann wird angezeigt, ob ihr irgendwelche Arbeiter habt, die hier seitlich stehen bleiben, die nichts tun. Einfache Befehlsfeld aktivieren, habe ich jetzt auch nicht ausgeschaltet. Aktiviert ein, habe ich jetzt auch nicht aktiviert, meine ich. Einfaches Befehlsfeld aktivieren, aktiviert eine vereinfachte Ansicht des Befehlfelds. Oder aktivieren Befehlsindikator anzeigen oder alle Larven auswählen für Zerg. Zum Beispiel, dass wenn man mit einem Klick dann alle Larven angewählt hat, steht hier auch nochmal. Wenn aktiviert, werden beim Anklicken einer einzelnen Larve alle Larven derselben Brutstätte ausgewählt. Also speziell für Zerg halt, ne? Weil nur Zerg haben halt Larven. Oder Auswahl gegnerischer Einheiten. Wenn man das jetzt nicht anwählt, kann man keine gegnerischen Einheiten anklicken, aber auch keine gegnerischen Gebäude. Und wenn ich zum Beispiel jetzt mal einen Scan durchführe oder sowas, will ich doch natürlich wissen, wenn ich nicht abschätzen kann, was das von der Größe für ein Gebäude ist, was er denn da baut. Also deswegen habe ich das jetzt auch aktiviert. Also ich finde das schwachsinnig, dass man das überhaupt ausschalten kann. Natürlich kann es im Kampf ganz gut sein, weil man dann dadurch kein Auto bzw. keine Einheit fokussieren kann, weil man die Einheit auch erst gar nicht anklicken kann. Aber wie gesagt, ich habe das hier auf jeden Fall aktiviert. Dann hier Spielgeschwindigkeit, kann man hier anstellen, alle Replay speichern, Replay Zeitinformationen anzeigen und so weiter und so fort. Geselligkeit, es gibt hier verschiedene Menüpunkte. Könnt ihr euch ja mal unter Optionen hier aufgelistet durchklicken. So, ja, das war es auch schon mal erstmal, was man hier so alles einstellen kann. So, und jetzt kommen wir doch mal wieder auf den Kubernetes-Kern zurück. So, da haben wir jetzt natürlich Voaptor-Technologie erforscht und ich habe euch vorab gesagt, man kann hier ganz viele Einheiten gleichzeitig hinterher bauen. Kann man ja machen. Nur wenn man natürlich jetzt hier mit G das Voaptor ausgebildet hat, geht das natürlich nicht mehr, weil man immer nur direkt in einem Energiefeld hier, was durch die Pylonen hier erzeugt wird, dann halt eine, ich leg die mal kurz auf, drei hier, eine Einheit bauen kann. So, drücke ich jetzt halt, wie gesagt, auf 3 habe ich jetzt diese beiden Warp-Tore gelegt. Und mit E kann ich jetzt hier zwei von diesen kleinen Zentris bauen. Ich kann jetzt auch mit Zeitschleife hier, Moment, jetzt werden die noch nicht freigeschaltet, aber wenn ich jetzt hier mal zum Beispiel Zeitschleife raufhaue, werden die 50% auch schneller wieder freigeschaltet. Das wissen aber auch viele Leute gar nicht. Sollte man dann, wenn man viele Einheiten schnell hinterherbauen möchte, kann man das natürlich anwählen. Dann kriegt man hier viel schneller Masse zusammen. Wenn ihr jetzt zum Beispiel auch mehrere Einheiten einer Art gleichzeitig bauen möchtet, müsst ihr nicht jedes Mal wieder E drücken und die Einheit dann hier hinsetzen. Ihr könnt dann auch einfach einmal, zum Beispiel wollt ihr jetzt zwei Stalker bauen, drückt ihr einfach S, drückt dann Shift und müsst dann nicht wieder neu da reingehen, sondern könnt halt direkt dann halt diese Einheit hintereinander wegbauen. Aber ich habe gerade Versorgungslimit, deswegen baue ich hier nochmal kurz ein paar Pylönchen auf. So. Und dann soll der danach hier sammeln gehen von mir aus. Wie auch immer, ne? Kann sammeln, wo er will, die kleine Sonde. Also jetzt baut er hier erstmal diese Pylonen auf. So, und jetzt kann ich das nochmal schön zeigen. Ihr wollt jetzt zum Beispiel, ich hole mir jetzt auch gleich erstmal nochmal ein paar Warp-Gates dazu. Oder Gates dazu, mache ich jetzt mal kurz hier. Zap, 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 zap,
Und da auch noch eins hin. So, und jetzt wollte ich hier zum Beispiel zwei Einheiten einer Art hintereinander wegbauen. Einfach S drücken für Stalker, dann Shift gedrückt lassen und dann könnt ihr jetzt hier, ohne wieder in das Menü hier reinzugehen, diese beiden Einheiten einer Art hintereinander wegbauen. So. Jetzt wollen wir zum Beispiel einmal einen Stalker oder zwei, drei Stalker bauen und dann gleichzeitig sagen wir nochmal, oh, keine Ahnung, zwei, drei Sentries oder so. So, dafür warte ich jetzt erstmal, bis alle Gebäude hier fertig sind. So, lege die jetzt erstmal hier auf den Hotkey 6, nehmen wir mal. Die wollen wir jetzt auch noch mit auf 6 legen. So, dann wandeln wir die doch alle mal mit G hier kurz um. So, und wollen jetzt zum Beispiel, wie gesagt, zwei Stalker und den Rest Sentries bauen. Dann könnt ihr zum Beispiel auch jetzt hier, wie gesagt, ihr drückt jetzt S. Oder ihr könnt auch zuerst, ihr könnt auch Shift einfach so gedrückt lassen. Lasst Shift einfach gedrückt, drückt zum Beispiel S. Zap, 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 zap. Dann baue ich jetzt hier 4 Stalker. Gehe mit der rechten Maustaste wieder raus, drücke auf E und kann hinterher auch direkt, weil E halt der Hotkey für die Protektoren ist, auch jetzt 4 Protektoren hintereinander wegbauen. So, dann habe ich jetzt hier auf 3, habe ich jetzt hier meine, habe ich noch nicht wieder, habe ich jetzt meine beiden Nexen hier gelegt und jetzt haue ich hier schnell wieder nochmal ein bisschen, zapp, kurz Zeitschleife raus, auf und kann dann halt hier schnell wieder Einheiten frisch hinterher bauen. Ja, wollen wir mal ein paar Sentries bauen, ein paar Stalker, ein paar Hetzer. Ach, was erzähle ich denn? Zielort meine ich natürlich. Berserker. Und jetzt ein paar Stalkerchen noch dazu. Und das Schöne ist halt daran, an diesem an diesem Warpen, dass man die Einheit x-beliebig auf der Karte irgendwo hinwarpen kann, solange dann natürlich ein Pylonen steht. Also, deswegen baut man auch gerne als Protoss überall auf die Karte mal so ein Pylon. Und falls irgendwo Party ist, ne, falls irgendwo was sein sollte, hat man direkt die Einheiten, also hat man da direkt die Pylonen, wo man dann halt diese Einheiten direkt hin teleportieren bzw. hinwarpen kann. Teleportieren kann man natürlich hiermit, also mit diesen gebauten Einheiten nicht. Außer man hat ein Mutterschiff. Weil das ja die Fähigkeit hat. So, jetzt haben wir doch hier mal, bauen wir hier doch mal so ein paar Pylonen auf. Sagen wir mal, wir haben jetzt hier oben einfach eine Echse. So, und jetzt plötzlich kommt der Gegner hier an und attackiert euch und ihr habt ja keine Einheiten. Die Einheiten sind so langsam und stehen hier unten und ihr müsst sie erst hochziehen. Also bis dahin ist ja wirklich alles hoffnungslos verloren und eure Basis im Arsch. So, deswegen könnt ihr jetzt einfach, habt ihr hier oben Pylonen gebaut, macht man eigentlich an jeder Echse oder hier oben auch beim Gegner schön drinnen, ne? Kann man auch machen, wenn man einen schönen Wasch machen möchte, versteckt man irgendwo einen Pylon und wartet, bis diese Warp-Technologie erforscht ist. Und jetzt kann ich hier schön die Einheiten hinbauen und jetzt werde ich hier attackiert und baue hier nochmal ein paar Einheiten hin. So, und kann hier wieder agieren und da wieder agieren und kann dadurch halt viel schneller auch eine Abwehr, also kann einen Angriff wesentlich schneller blocken oder beziehungsweise Zeit schinden, um meine Einheiten, die ich hier auf der Karte irgendwo stehen habe, dann zu diesem Punkt hinzuziehen. Oder halt hier natürlich schön erstmal den Gegner zu verarschen und hier erstmal seine Basis anzugreifen. So, jetzt setze ich hier doch erstmal ein paar Einheiten hin und er baut hier eine Echse und jetzt attackieren wir die hier auch direkt. So, zapp, kurze Fähigkeit noch ausführen, um die mal so ein bisschen zu blocken. Ist auf jeden Fall richtig cool, macht auch richtig Spaß. Und man kann damit wunderschön arbeiten. Also, merkt euch, das ist auf jeden Fall sehr wichtig. So, und die anderen Sachen sind eigentlich fast alle genau gleich, wie halt auch bei den anderen Rassen. Wie bei Terranern mit den Gebäudebauen und mit den verschiedenen Hotkeys, mit den Kamerashots bzw. Ausschnitten, die man hier festlegen kann. Ich breche das jetzt halt auch erstmal ab. Und stelle euch dann die Rasse Zerg nochmal kurz vor. Weil da gibt es ja auch ein, zwei verschiedene Arten, die so anders sind, weil man da natürlich das Problem hat, dass die Sonden bzw. Drohnen, bei Zerg genannt, beim Bauen direkt verloren gehen, weil die ja dann zu dieser Brutstätte oder zur Evolutionskammer oder je nachdem, was man für ein Gebäude baut, verwendet werden. Also, bis gleich! So, und da bin ich auch schon wieder und jetzt geht's hier weiter
mit den Hotkeys bzw. den Eigenarten von der Rasse Zerg. Wir hatten ja gerade schon, vorab hatten wir ja Terraner und dann habe ich so ein bisschen Protoss erklärt. Vielleicht auch nicht alle Sachen von Protoss, aber so wichtige Sachen, die man wissen sollte, bin ich darauf eingegangen und das andere ist fast gleich wie bei den Terranern. So, und jetzt nehmen wir doch mal Zerg und klicken hier mal auf Spielen und spielen mal wieder gegen den KI. So, gegen Kaki. Kaki den KI. So. Und dann wollen wir doch mal loslegen. Und Kaki ist auch Zerg. Naja, das ist natürlich blöde, weil er wird mich wahrscheinlich versuchen zu rushen. So, anfangs, wie gesagt, immer das Gebäude hier auf ein Hot gelegen. Zum Beispiel jetzt auf, boah, was nehmen wir mal, 3 und 6. Die Hotkeys kann man hier auch mit Schiff verlegen, also Schiff belegen. Muss es jetzt nicht ausschließlich nur mit STG machen. Ihr könnt jetzt hier auch einfach zum Beispiel Zap, will ich jetzt, lege ich jetzt mal hier zum Beispiel mit Shift auf die 4, erst Shift gedrückt lassen auf 4 oder mit STRG auf die 5. Es funktioniert beides. So, Eigenart von Zerg. Ich habe jetzt, wie gesagt, auf 6 gelegt und man hat ja keine Gebäude, also nicht verschiedene Gebäude, wo man Einheiten drin baut, sondern man baut ja alles in der Brutstätte. Und deswegen hat man ja in der Brutstätte nicht nur, wie es bei einem Nexus oder bei dem, bei der Kommandozentrale ist, diesen Wegpunkt für die Arbeiter. Nein, man hat auch für die gebauten Einheiten einen weiteren Wegpunkt. Der von den Arbeiten wird ja immer so bräunlich hier dargestellt, wie man das sehen kann. Oder orange ist das schon fast, ne? Kack-orange-braun. So ungefähr. So, und den kann man natürlich auch hier, wie ihr sehen könnt, mit der rechten Maustaste versetzen. Also wenn ich jetzt zum Beispiel auf das Mineralfeld vorkommen klicke und ich gerade daneben klicke, wird der Wegpunkt für die Arbeiter gesetzt. Seht ihr hier? Mal kurz hier, zapp. Könnt ihr jetzt hier sehen, dass der umgesetzt wird. Und wenn ich jetzt zum Beispiel irgendwo anders hinklicke, zapp, wird der weiße Wegpunkt gesetzt für die Einheiten. Also der Zielpunkt, wo die Einheiten hinlaufen sollen. Das ist die Strecke und da würden sie dann jetzt hinlaufen, wenn ich jetzt was bauen würde. Und das kann man, das Ganze kann man auch wieder mit Shift, wenn man Shift gedrückt lässt, kann man auch wieder mehrere setzen. Maximal aber auch nur bis zu 4. Im Gegensatz zu, natürlich zu den Einheiten. Da kann man wesentlich mehr Punkte vergeben mit Shift. So, Eigenart von Zerg ist es natürlich, dass die Drohne hier, die kleine, die auch so schöne Geräusche macht, wenn man sie anträgert, verbraucht wird beim Bauen. Dafür, ich würde jetzt hier gerne jetzt mal einen Assimilator bauen. Dafür drücke ich B und E. Hier heißt es nicht Assimilator wie bei den Protoss, sondern Extraktor. So, und drücke jetzt wie gesagt B und E. Und dann wird das Ding hier auch gebaut. Wenn ich jetzt mit den Zerg hier mehrere Gebäude hintereinander aufbauen möchte, wähle ich nicht natürlich dann nicht nur eine Einheit an, also nicht nur eine Drohne, sondern natürlich direkt mehrere. Also nehme ich jetzt zum Beispiel hier diese 5 Drohnen und würde jetzt gerne noch einen zweiten Extraktor bauen. Wie gesagt, mit B wieder in das Menüfeld Bauen rein, Menüpunkt Bauen rein, mit E Extraktor, drücke dann Shift, so, und jetzt will ich zum Beispiel noch einen Brutschleimpool bauen und mit BV, also mit BS, Brutschleimpool und mit BV eine Evolutionskammer. So, und dann würden die Einheiten jetzt da, machen wir nochmal hier kurz, würden jetzt zum Beispiel BS Pool mit rechten Maus das wieder abbrechen, B V Evo-Kammer, nochmal BV, nochmal Evo-Kammer. Und die muss man natürlich nicht mit der rechten Maustaste wieder zurückschicken, weil es geht ja nicht. Die Einheiten sind ja verbraucht, weil die jetzt hier zu dem Gebäude umgewandelt werden. Deswegen geht das auch nicht. So, das brechen wir jetzt erstmal nochmal ab, weil wir sonst nichts mehr zum Sammeln haben. So, jetzt bauen wir erstmal aber nochmal eine zweite Brutstätte auf, damit wir ein paar mehr. Da werde ich schon gerascht, deswegen hole ich mir schnell hier nochmal einen Stachelkrabbler dazu. Sonst ist das nämlich scheiße.
Ja, so baue jetzt, wie gesagt, erstmal kurz Stachelgabler auf, damit die blöden Zergeinheiten mich hier gleich nicht raschen und überrennen. So, und man kann, wenn man jetzt den Pool gebaut hat, kann man mit Q hier die Königin erschaffen. Das machen wir jetzt auch mal. Und man muss natürlich hier immer sozusagen zwei Hotkeys anwählen, um ein Gebäude zu eine Einheit zu bauen, weil man ja diese Larven hier hat. Und wenn man jetzt zum Beispiel einfach nur ein Gebäude haben möchte, wie zum Beispiel jetzt hier, die wird hier direkt im Gebäude gebaut, nicht in der Larve, muss man nur Q drücken. Aber bei den Zerg ist es halt so, dass man mit S erstmal die Larve einwählen muss und dann zum Beispiel also mit D eine Drohne baut oder mit V einen Overlord oder je nachdem, was man halt bauen möchte. So, und natürlich braucht man dafür viele Larven. Und mit der Königin kann man hier nämlich wieder frisch die Brutstätte besamen, nenne ich das jetzt mal. Hier steht Larven erschaffen. So, deswegen lege ich mir meine kleine Queen hier immer, oder auch eigentlich mehrere Queens, immer auf den Hotkey 4. Mit SDRG drücken, also einmal SDRG drücken, also gedrückt lassen meine ich natürlich, ich sage immer drücken. Wenn ich drücken sage, meine ich einfach gedrückt lassen, sagen wir es einfach so am besten. Und dann drücke ich mal auf die 4 und siehe da, jetzt habe ich die Queen hier in der 4 drin. So, um jetzt schnell diese Brutstätte zu besamen, drücke ich jetzt einfach 4 und V. So, und dann wird diese Brutstätte hier besamt. Seht ihr jetzt hier? Jetzt werden Larven erschaffen und nach dieser Zeit platzen dann diese Larven da raus und dann kann ich hier, ja, dann kann ich hier aus diesen Larven wieder Einheiten generieren oder bauen. So. Nur, zum Beispiel, ihr habt jetzt zwei Brutstätten und wollt diese Brutstätten ganz schnell doppelt besamen. Dafür benötigen wir jetzt ja 50 Energie, die haben wir jetzt ja, weil einmal dieses Larven erschaffen 25 Energie kostet. So, und jetzt habe ich hier noch eine zweite Queen. Jetzt drücke ich hier mal wieder SRG und 4. Habt jetzt die beiden angewählt gehabt und habt jetzt beide auf meinem Hotkey 4 gelegt. So, ihr könnt jetzt auch einfach V drücken für Larven erschaffen. Dann drückt ihr Shift und jetzt kommen erstmal diese blöden Gegner hier und wollen mich hier erstmal ärgern. So, die haben jetzt kurz mal beiseite geräumt. Also, wie gesagt, drücke jetzt hier einfach. Hab jetzt die beiden Queens hier angewählt. Drücke dann auf V. Kann jetzt die beiden Brutstätten, könnte ich jetzt auch so einzeln anwählen. Zap. Und dann wieder V drücken. Das wollen wir aber ja nicht. Ihr drückt jetzt, wie gesagt, zuerst die Shift-Taste, dann V. Und dann könnt ihr jetzt hier die beiden Gebäude anwählen. Und dann würden die beiden Queens dahin latschen und würden diese beiden Gebäude hier besamen. So. Und das machen wir jetzt mal. Shift gedrückt lassen, wie gesagt. V und zap, zap. Und dann gehen die dahin und besamen diese Brutstätte und die andere besamt diese Brutstätte. So, und jetzt haben wir diese schöne viele Larven und bauen daraus doch erstmal schön viele Eier. Und das kann man auch machen, indem man hier S auf der Tastatur drückt und dann zum Beispiel D für Drohnen. Kann man auch gedrückt lassen, dann werden hintereinander ganz viele Drohnen gebaut. Oder V und dann werden hier daraus dann zum Beispiel Overlords gesmorpht oder mit S und Z werden dann ganz viele Zerklinge gebaut. So, jetzt wollen wir natürlich die beiden Brutstätten hier auf einem Hotkey haben, weil das ja eine Art von Einheiten bzw. von Gebäuden sind. So, und jetzt machen wir wieder, haben wir jetzt ja gerade schon gemacht, einmal beide angewählt, entweder mit SDRG gedrückt lassen und einmal auf diese eine Brutstätte klicken, dann werden ja die Gebäude einer Art in eine Liste bzw. beide ja, in die Liste mit aufgenommen. Also sind dann beide mit angewählt und dann einfach SRG drücken und dann hat man ja 6 gesagt und zack, haben wir auf 6 gelegt. So, und jetzt sind die hier beide drin. Und jetzt kann ich hier auch die Wegpunkte bzw. die Sammelpunkte für die Sammler festlegen, wie ja braun dargestellt sind, oder halt auch dann die beiden Punkte hier, Sammelpunkte für die Einheiten, die gebaut werden. So, und jetzt machen wir wieder nochmal kurz besamen zusammen. Zap, beide angewählt, Shift, V, zap, zap und jetzt rennen sie da wieder hin und es wird doppelt besamt. So, jetzt wollen wir natürlich ein paar Zerklinge bauen. Jetzt habe ich die beiden angewählt über mein Hotkey 3, weil ich da ja auch die Brutstätten draufgelegt habe. Drücke S und lasse Z gedrückt und zapp, dann wird die Liste voller Zerklinge gepackt. So, und jetzt laufen die natürlich nicht hier hin, sondern die folgen ja dem weißen Pfeil und würden jetzt hier vorne hinlaufen. Oder wenn ich jetzt so einen zweiten Punkt setze, laufen sie erst hier hin. Ihr sehen könnt, zapp, 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 da kommen sie. Und hoppeln dann weiter vorne zu meinem Eingang. Wunderschön.
So, und dann können wir nochmal, wenn man jetzt zum Beispiel ein paar Einheiten nicht in der Gruppe mit drin hat, kann man auch einfach mit der rechten Maustaste, also einfach die Einheiten anwählen, und dann kann man mit der rechten Maustaste einfach auf eine Einheit klicken und dann folgen sie halt auch dieser einen Einheit. Das Problematische ist halt, wie gesagt, nur wenn man diese Einheit jetzt hier zerstört, die hier war es, glaube ich, dann bleiben die Einheiten natürlich stehen. Also sollte man auch mal darauf achten, dass man die Einheiten in einer Liste drin hat. So habe ich jetzt wieder gemacht mit STG01. Jetzt habe ich hier 39 Zerklinge in einer Liste und werde hier unten einfach mal mit A einfach mal einen Angriff starten. Da gucke ich jetzt auch gar nicht weiter hin. Ich drücke jetzt hier, habe jetzt hier mehrere angewählt, drücke B und H für Brutstätte, dann klicke ich hier hin, dann drücke ich jetzt Shift, drücke B wieder für Bauen und will jetzt zwei hier von diesen Extraktoren bauen. Zap, E, Shift gedrückt lassen wir noch E. Jetzt kann ich hier zum Beispiel da auch noch zwei bauen. Dann gehe ich wieder mit der rechten Maustaste aus dem Befehlsfeld raus, beziehungsweise aus dem Menü, drücke wieder B, um wieder neu reinzukommen. H drücke ich dann wieder für die nächste weitere Brutstätte. Dann würde ich da gerne noch was bauen. Gehe wieder raus, dann drücke ich wieder B. Würde jetzt hier gerne zwei Evolutionskammern noch bauen. Dann kann ich wieder rausgehen. Und dann baue ich zum Beispiel jetzt hier mit C. Würde ich jetzt gerne noch was bauen, aber ich habe jetzt hier, gut, da war es gerade blockiert, deswegen konnte ich jetzt nicht mehr bauen. Hatte jetzt leider keine Drohnen mehr über, mit denen ich noch weiter bauen kann, weil ich alle, die ich angewählt hatte, bereits verbraucht habe. Deswegen muss man dann halt wieder neu reingehen oder kann auch mehrere anwählen und kann dann das, die gleiche Chose wieder von vorne vornehmen. Und jetzt sehe ich hier gerade schon, werden hier schon Mutalisken gebaut. Also dann baue ich doch erstmal hier so ein paar Sporen, damit ich auch meine Mutalisken hier abwehren kann. So, und jetzt bauen wir doch direkt mal mit L kann man jetzt hier auch zum Bau mutieren machen. Zap, das geht ja auch alles über die Hotkeys. Auch die ganzen Upgrades kann man hier über die Hotkeys vornehmen. Und dann noch, wollen wir noch mal kurz ein bisschen besamen hier. Hier unten wollen wir jetzt auch noch mal besamen. Jetzt läuft die eine runter, die dafür abgeordnet wurde hier, ne? Und läuft jetzt darunter und wird jetzt auch diese Brutstätte noch besamen. So, da werde ich von einem Mutalisken angegriffen. Dann baue ich da unten auch noch mal ein paar Sporen auf. Ja, und das kann man hier alles auch wunderschön mit steuern. Und wie gesagt, ich lege hier meistens meine Gebäude, die jetzt nahe meiner Main Base sind, lege ich auf, also die Brutstätten lege ich dann auf dem Hotkey 3 normalerweise. Und die außerhalb sind, lege ich auf 6 meistens. So, dann kann ich mich immer schön zwischen den Gebäuden hin und her switchen halt. Und hier bis zur Main ist es ja nicht allzu weit. So. Und habe dann auch immer, kann dann zum Beispiel das anwählen, da was drin bauen, dann baue ich jetzt hier zum Beispiel noch ein bisschen was hin. Lege jetzt hier wieder meine Sonden drauf, weil ich hier natürlich unten auch mal ein bisschen Eco haben möchte. Also Eco sind halt die Sonden, Economy. So, und werde jetzt hier wieder ein bisschen besamen oder kann jetzt hier auch mal kurz hintereinander ein paar Kriechertumore setzen, um halt den Schleim zu verbreiten. Dann, oder soll er halt zuerst jetzt zum Beispiel jetzt hier, kann man jetzt auch machen mit Shift zurücklassen, dann C. Jetzt soll er jetzt zum Beispiel da und da einen Kriechertumor bauen und danach soll er zum Beispiel noch ein bisschen Larven erschaffen, also besamen die Brutstätte. Und dann drücke ich jetzt einfach V und jetzt baut er hier erst, also baut die kleine Queen hier erst die zwei Kulturmoore und danach wird dann die schöne Brutstätte hier einmal besamt. Zap, und da wurde sie angespuckt. So, jetzt habe ich hier wieder eine Queen gebaut, die lege ich natürlich wieder auf 4, kann jetzt hier wieder besamen und kann jetzt hier so ein paar Einheiten bauen. Jetzt habe ich auch mein Bau ist fertig, jetzt habe ich die Möglichkeit Hydralisten zu bauen. Jetzt nehme ich wieder eine einzelne Drohne hier. Hydraulistenbau ist ein verbessertes Gebäude, also drücke ich V und drücke H und setze das Ding hier hin. Und wenn das fertiggestellt ist, kann ich auch endlich Lufteinheiten bzw. Luftabwehreinheiten bauen, sogenannte Fernkampfeinheiten, und kann damit diese paar Brutalisken, die sie da haben, ausräuchern bzw. wegkloppen mit meinen Einheiten. So, und jetzt arbeiten wir hier nochmal ein bisschen. Jetzt hab da mal ein bisschen Schleim wieder hin, da noch eine Queen gebaut, dann da wieder noch mal ein paar Drohnen gebaut, dann schicken wir hier noch mal wieder ein paar Drohnen hoch, dann machen wir hier kurz mit, klicke auf das Gebäude, drücke auf G für Stachelprofil oder kann auch A, kann ich auch das zweite Upgrade mit vornehmen und werde jetzt hier erstmal mit SDG, also S und H, habe ich, also mit 3 habe ich erstmal meine ganzen Brutstätten angewählt, brauche natürlich jetzt wieder ein paar Overlords und werde dann gleich mal mit S und H ein paar Einheiten bauen. Man kann auch hier mit, indem man halt diese ganzen Kriechertumore anwählt,
kann man auch, wenn man Shift jetzt gedrückt lässt und dann Shift erst drücken, also gedrückt lassen und dann auf C, und die fertiggestellten Kriechertumore kann man dann auch, sind in einer Liste ja drin und kann man dann jetzt auch direkt wieder weiter verbreiten, wenn es also natürlich in dem Radius, der vorgegeben ist. Ich gehe jetzt hier mal ran und kann jetzt zum Beispiel jetzt hier, ich habe direkt weiterschicken und habe die jetzt hier auch, die sind jetzt auch wieder fertig zum Weiterbauen und werden jetzt hier auf der Karte schon verbreitet. So, und jetzt gehe ich mal wieder mit S, mit auf, klicke auf 3, klicke S für Larve, steht ja hier, und will jetzt ein paar Hydrolisken bauen und lasse einfach H gedrückt und jetzt werden hier, weil ich kein Vespingas habe, mal noch 3 Hydrolisken gebaut und jetzt will ich, zapp, lasse ich Z gedrückt und baue mir gleichzeitig noch ein paar Zerklinge dazu. So, und zapp, 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 da platzen sie aus den Eiern raus, sieht man hier wunderschön, alle Einheiten, beziehungsweise alle Eier sind richtig dick und platzen gleich, wenn die Einheiten fertiggestellt sind und da kommen sie schon raus und laufen zu dem Sammelpunkt hin, den ich hier vorne gelegt habe. Ja, so, oder wird nochmal ein kleiner Go gemacht, ja, das macht er ja wunderschön, der Computer ist ein bisschen dumm, er versemmelt hier alle seine Einheiten. Ja, gut, das war es jetzt erstmal, was ich hier mit Zerg noch zeigen wollte. So, und werde jetzt hier rausgehen und werde mal so eine Unit-Test-Map aufrufen. So, gehen wir hier mal raus. Ja, der KI hat gewonnen. Herzlichen Glückwunsch, KI. Du bist ein super guter Spieler. Oder auch nicht. Ich habe dich gewinnen lassen, ne? So, jetzt gucken wir hier mal rein. Und gehen mal kurz tippen, gehen hier auf Arcade. Da gibt es die ganzen Arcade-Games. Und oben gibt es auch den Menüpunkt Suchen. Und da tippen wir doch einfach mal Unit-Test-Map. Und dann mal gucken wir mal, was es darunter gibt. So, und da gibt es verschiedene Unit-Test-Maps. So. Unit-Tester Online, HOTS Edition. Wunderschön. Genau so muss das sein. Ah ja, genau, das ist die richtige. So, und in dieser Testmap kann man jetzt hier verschiedene Szenarien mal darstellen. So, wir bauen jetzt uns hier erstmal 3 Stalker. Oder machen wir 5 raus. Und kämpfen gegen, na, zum Beispiel, sagen wir mal, stellen wir mal 3 Berserker hin. Und dann klicken wir auf Start. So, wenn man jetzt hier zum Beispiel, wenn man jetzt hier die Auswahl hat, und was heißt die Auswahl hat, wenn man jetzt gegen mit Fernkampfeinheiten, die diese sind, weil sie auf Ferne, weil sie in die Ferne schießen können, gegen Naheinheiten kämpft, Nahkampfeinheiten, das natürlich Berserker sind, kann man einfach Hit and Run machen. Das heißt sozusagen, ich schicke die jetzt mal beide aufeinander los. So, und die steuere ich jetzt hier. Zap. Und da lohnt es sich dann auch, wenn man hier zum Beispiel Fokus macht. Zum Beispiel auf eine Einheit mal klicken. Zap. Kann jetzt hier versuchen, ein bisschen wegzurennen. Also run and hit, run and hit, run and hit, run and hit und run and hit. Und da haben wir sie schon ausgelöscht. So, und gehen wir wieder mal zurück. Das war der erste Test. Und jetzt lassen wir doch mal, löschen wir das hier doch mal kurz. Lassen wir mal kurz 5 Unsterbliche hier gegen 5 Unsterbliche antreten. Und jetzt zeige ich euch mal kurz den Unterschied zwischen, wenn man jetzt eine Einheit anvisiert und wenn die Einheiten einfach automatisch attackieren. Was denkt ihr, welche Einheit wird gewinnen? Die, die ich fokusse, oder die Einheiten, die einfach mit einem Angriffsbefehl die gegnerischen Einheiten angreifen? So, klicken wir mal auf Start hier. So, ich fahre jetzt mal zurück hier. Und jetzt habe ich jetzt auch extra langsame Einheiten ausgewählt. Hier mache ich jetzt einfach mal Angriff und hier die habe ich jetzt drin und da fokussiere ich jetzt erstmal. So, und jetzt fokussiere ich den hier. So, habt ihr gesehen, die Einheiten, die ich einzeln gesteuert habe, bei einer kleinen Anzahl an Einheiten, gewinnt. So, resetten wir das Ganze doch nochmal und resetten das hier. Nein. Back, gehen wir hier nochmal und löschen das alles nochmal. So, jetzt machen wir das aber mal mit, sagen wir mal, 30 Marines gegen 30 Marines.
So, haben wir hier mal 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26. Ah, da oben steht es ja auch noch. Ich Vollidiot, ich habe es nicht gesehen. So, und auch gegen 30 Marines von der gegnerischen Seite. So, dafür klicke ich hier oben einmal auf tyrannische Einheiten und klicke mir da jetzt auch mal 30 Marines hin. Ja, wenn ich das vorab gesehen hätte, dass das hier oben drin angezeigt wird, hätte ich das natürlich so nicht gemacht. So, klick auf Starten. Und jetzt werden wir mit denen hier gleich einfach mal angreifen drücken, so. Und mit denen werden wir hier beziehungsweise die gegnerischen Einheiten fokussieren. So, dafür lege ich die jetzt hier erstmal auf 1, damit ich sie auch gleich dann angewählt habe. Und die habe ich jetzt hier auf 2. So, 2 mache ich Angriffsbefehl und mit 1 fokussiere ich. So, dann klicke ich hier die einzelnen Einheiten nochmal an, die sie angreifen sollen. So, die hier wieder, dann die, dann sollen sie die attackieren, dann sollen sie die attackieren und dann sollen sie die attackieren. Und siehe da, das Ergebnis ist ganz anders, nämlich Blau gewinnt gegen meine Einheiten, die fokussiert haben. Woran liegt das? Ganz einfach, da nämlich die Einheiten, die jetzt hier diese Einheiten attackieren, versuchen, an diese angeklickte Einheit ranzukommen. Und in dieser Zeit laufen sie natürlich, wenn sie nicht optimal stehen und diese Einheit nicht erreichen, auf diese Einheit zu und versuchen die halt zu anzugreifen. Und in dem Moment schießen die natürlich die Einheiten nicht, weil sie nur diese Einheit angreifen sollen. Aber die Einheiten, die einfach auf Angriff gestellt worden sind, attackieren natürlich alle Einheiten. Und deswegen verlieren die halt auch. Und wenn ich das Ganze jetzt hier nochmal einfach so durchführe, so, ich stelle ihn mal zurück und drücke jetzt auf beide Seiten mal auf Angriff hier. So, dann werdet ihr sehen, dass hier das Ergebnis wahrscheinlich fast gleich ausgehen wird. Einer wird natürlich wahrscheinlich gewinnen, weil sie vielleicht ein bisschen besser stehen. Aber es wird auf jeden Fall nicht so gravierend sein, als wenn die Einheiten jetzt, sagen wir mal, anders stehen sollten. So, jetzt hat auch Rot gewonnen. Also es kommt immer, wie gesagt, ganz drauf an, wie diese Einheiten hier stehen. Wenn ich jetzt zum Beispiel diese Einheiten jetzt hier so ein bisschen so in so einer Linie aufstelle und natürlich die Einheiten, die anderen Einheiten in so einem Ball angelaufen kommen, werden auf jeden Fall die blauen Einheiten gewinnen. So, ich stelle die jetzt hier mal hin. So. Die lassen wir jetzt hier einfach mal reinlaufen. Und die lassen wir jetzt auch mal drauf zulaufen. Und da werdet ihr sehen, dass die blauen hier auf jeden Fall gewinnen werden, weil die einfach anfangs viel besser angeordnet waren. So, und siehe da, das Ergebnis ist komplett andersrum. Die blaue Masse hat gewonnen gegen die rote Terraner-Masse. Ja, das ist zum Beispiel das Problem, was man dann halt hat, wenn die Einheiten nicht vernünftig stehen und nicht gleichzeitig auf die gegnerischen Einheiten schießen können. Also, das heißt, am besten immer die Einheiten in der Linie stehen haben, damit sie halt an die gegnerischen Einheiten, die vielleicht an so einer Ballformation hier auf einen zulaufen, gewinnen. So, dann gucken wir uns das Ganze doch mal hier mit Splash Damage an, was ich vorab in den anderen Videos beziehungsweise vorab auch schon erklärt hatte. So, wenn wir jetzt einfach mal 3 Tors und 16 Mutas von mir aus. Wenn ich jetzt mit 16 Mutalisken hier, die ich gerade gebaut habe, gegen 3 von diesen Tors hier kämpfen möchte, dann muss man auf 1 achten, denn der Tor macht Splash Damage, das heißt, er verursacht nicht nur Schaden an einer Einheit, sondern an mehreren Einheiten, die zusammenstehen. Sollte man darauf achten, dass die Einheiten so auseinanderstehen, so am besten, und nicht so wie bei den Lufteinheiten teilweise es so ist, dass sie hier dann so gesteckt sind und hier so zusammen auf die Einheiten fliegen. Weil wenn die jetzt hier gesteckt sind und ich heize jetzt hier so gesteckt rüber, so, dann zum Beispiel will ich den fokussieren und greife den da an. Und wie ihr sehen könnt, ist das Ergebnis da ja nicht so schön. Meine Mutas sind weg und die 3 Tors leben noch. Wenn ich jetzt aber mit den Mutas angreife, hier rüberfliege, die nicht gesteckt sind und auf Halten drücke, greifen sie trotzdem die Einheit an. Aber die Einheiten sind nicht so gesteckt, stehen nicht so nah beieinander und erleiden dadurch halt dann nicht so einen hohen Schaden, als wenn ich jetzt die so aufeinander stehen hätte. So, und ihr seht da, das Ergebnis ist komplett anders. Wir hatten jetzt vorab, hatten wir 0 Mutalisken, jetzt haben wir hier plötzlich 5 Mutalisken über. Ja, und was sagt uns das? Man sollte
die Lufteinheiten nicht hier so nah beieinander ziehen, dass sie hier so gesteckt sind, weil dann, so, wenn so ein Tor kommt, der Splash-Damage macht, das ganz, ganz böse für die Lufteinheiten ausgehen kann. So, das wär's jetzt hier auch erstmal von diesen, von dem Attackieren, was ich euch zeigen wollte. Ich hoffe, es gefällt euch. Ich hoffe, ich konnte euch so ein bisschen weiterhelfen. Und wenn ihr Interesse habt, könnt ihr ja auch gerne meine anderen Videos noch anschauen. Da gibt es vielleicht auch noch mal ein oder andere Tipps oder ein paar geile Szenen, die euch vielleicht interessieren. Oder ein paar coole Arcade-Games, die ihr vielleicht irgendwann auch mal zocken wollt oder die ihr vielleicht auch nicht verstanden habt, die ich da drin dann vielleicht so ein bisschen zeige oder auch erkläre. Also mehr oder weniger erkläre ich ja eigentlich immer irgendwas. So, wie gesagt, ich hoffe, es gefällt euch. Bis denne, euer Agri. Ciao und viel Spaß beim Zocken wünsche ich euch.